So, servus Leute, da sind wir wieder zum Ratinger.de Podcast, Folge 158. Mit dabei ist heute einmal der Bobson Bob. Geil, hallo. Der Planet Kai. Buongiorno. Special Guest heute nochmal, die Petra. Hi. Und natürlich meine Wenigkeit. Servus. Ja, begrüßen dürfen wir heute auch gleich mal noch in der Pod-WG als stillschweigende Mithörer neben der Chantal einmal den James, den Nachtzug und den Robert. Nicht zu vergessen begrüßen wir auch unseren Chat heute. Schön, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Wie zum Beispiel das Klebemonster, der Podzeller Uwe. Dann die Leute, wo ich jetzt gerade schon aufgezählt habe, die, wo live dabei sind und natürlich auch die, wo permanent drin sind und man nicht weiß, sind sie AFK oder nicht, auch euch ein herzliches Hallo. Wer sich rechts oder rechts vom Team ist, gehen wir es halt mal schnell durch. Der Görg, ja, genau. Wahrscheinlich wieder gerade away from Keyboard. Der Tim macht wieder auf Familie wahrscheinlich und passt auf seine Kleine auf. Der Muffelimuff hat gerade noch im Chat geschrieben, dass es ihm heute nicht so gut geht und er sich entschuldigt. Genehmigt. Krankmeldung schickst halt noch. Dann die Manu oder sich entschuldigt. Ihr geht's heute noch nicht so gut. Und was mit der Verena ist, das kann uns bestimmt der Kai sagen. Die ist versunken im Cocktailhimmel. Die surft heute. Okay, saug's halt. Gut. Yippie-yay. Dann hätte ich gesagt, switchen wir doch dann gleich einmal zu den Kommentaren der letzten Folge, weil, lieber Scholli, Freunde, da habt ihr uns ja einen schönen Gefallen getan, ne? Ich hab die Lesebrille schon bereit. Das ist ja Wahnsinn. Hätte ich gesagt, nimm mir noch einen kräftigen Schluck und in der Zeit kann ich ja dann, oder kann der Kai mal einen Kommentar schon mal vorlesen. Genau, die Petra hier von den Sprechweisen hat geschrieben. An dieser hier, die Petra, die auch hier gerade heute hier mit podcastet. Oder? Ja, ich finde es viel schöner, wenn du das vorliest. Ach so, willst du es vorlesen? Nein. Nein, okay, dann lese ich mal vor. Okay, an dieser Stelle muss ich mich doch mal dafür bedanken, dass Kai und Raiden so voll des Lobes für unsere letzte Folge waren. Dann hat sie hier ein Herzchen gemacht. Klammer auf, Raiden, andersrum, Dings, Klammer zu, weil der Raiden weiß ja nicht, was das ist. Der hat gemeint, das wären zwei Hängebusen oder sowas. Oder so. Eine Eistüte, okay. Ja, kann auch sein, genau. Dann schreibt sie weiter, bei euch war es mal wieder lustig. Es ist schade, dass Verena manchmal etwas übersteuert klingt. Vielleicht müsst ihr eure Flatter-Spenden da mal in entsprechende Hardware umleiten. Ansonsten wieder eine coole Folge. Nur wenn Raiden noch weiter rausschwimmt, sollte ihr das mit dem Intro reihum nochmal üben. Live reinhören steht bei mir jetzt öfter mal auf dem Plan, wenn ich freitags mal zu Hause bin. Lieber Gruß, 321. Man sieht ja, wo das hinführt. Ja, dann wird man vom Hörer zum Mitmacher, ne? Scheint so. Ja. Nehmt euch alle ein Beispiel. Ja, genau. Wir sind ein Mitmach-Podcast. Und aus dem Nebenstudio von München bekomme ich gerade die Nachricht, ich soll ganz lieb die Hörer grüßen von der Verena. Hey, coole Sache. Hätte ich gesagt, beantwortet doch der Bob mal das Kommentar, was ich geschrieben habe. Ja, Servus Petra hat er geschrieben. Das Übersteuern von Verena hat wohl eher folgende Gründe. Erstens, oder wie ich das auch immer lesen soll, ich denke, sie hatte wieder nur den Headset vom iPhone lose vor sich herum baumeln, statt es vor sich in die Hand zu nehmen und reinzusprechen. Und das geht halt leider auch nicht immer. Was? Nee, das geht halt leider auch nicht immer, da ja aktuell meist ein kleiner Mensch nebenbei
noch unterhalten werden möchte. Damit meint er wahrscheinlich seine Kleinen. Oder ist das ein Junge oder ein Mädchen? Ich weiß es gar nicht. Es ist ein Mädchen und es ist nicht seine Kleine, sondern ihre Kleine. Ihre Kleine, genau. Danke fürs Feedback und vielleicht liest man sich am Freitag im Chat, dass du kommst. Ja. Und lesen dabei ist ja leider nicht geblieben. So. Man hat sie gleich reingezogen. Wieso leider? Nein, so war das nicht für, aus ihrer Sicht, meine ich jetzt. Ach so, okay. Ah, was? Aber Raiden und ich lassen vorlesen, das ist total cool. Wir ja, machen nichts selbst. Ja, das hast du jetzt verschrien, weil jetzt bin ich dran, ne? Ja, verdammt. Nee, den nächsten mache ich noch. Und zwar der Martin Agapokipsi Ricksteiner hat geschrieben, sorry, immer wieder spannend, wie er von 3 Runden zählt. Tuck und weg. Ja, dazu gibt es vielleicht auch mal kurz noch was zu sagen. Ich muss mal kurz mich räuspern, sorry. So, schön, dass ihr das alles so toll überspielt habt. Na, wir waren gespannt auf den Räusperer. Ja, was da kommt. Ist da habe ich mich natürlich professionell gemutet. Ne? Ja. Und dann habe ich ihm natürlich geantwortet, Servus Marin, irgendwann, wenn wir mal nicht mehr aufgeregt sein sollten bei einer Aufnahme, sollte es auch mal klappen. Danke fürs Feedback und Gruß, Raiden. Und dann hat er dann gleich noch zurückgeantwortet, ihr seht schon, mal viel Zeit, finde ich ja klasse. Haha, das kenne ich doch selber auch von mir, somit kein Problem. Muss nur jedes Mal schmunzeln und ja, die letzten beiden Male, wo ich im Podcast untergezählt habe, habe ich mich an euch erinnert, ist mir das Gleiche passiert. Ja, das ist gar nicht so einfach, ne? Ja, schöne Grüße an der Stelle in die Schweiz. Tja, Petra, jetzt musst du in den sauren Apfel beißen. Der Olfi hat uns geschrieben. Moment, ich muss jetzt scrollen. Olfi, die Idee mit dem Hörerblog finde ich sehr gut, habe mich auch gleich mal registriert, allerdings noch keine Registriermail erhalten. Da hakt es wohl noch etwas. Ansonsten wieder mal eine nette Folge, höre gerne zu. Oh, ja, das mit dem Hörerblog, da gehe ich dann später nochmal kurz dann in meiner Woche drauf ein. Aber zumindest habe ich ja gleich mal Support geleistet und habe zurückgeschrieben, Servus Olfi, normal solltest du aber eine Mail bekommen haben. Hab das jetzt zweimal getestet. Also wirklich, ich habe das wirklich zweimal getestet, auch mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen. Ne? Ich habe dir dazu eine E-Mail eben geschrieben. Danke fürs Feedback und eine schöne Woche. Gruß Raiden. Ja, also verstehe ja auch nicht, warum manche Leute E-Mail kriegen und manche nicht. Also ich habe eine E-Mail gekriegt, mein Passwort geändert und es sofort wieder vergessen. Ah, cool. In weniger als 12 Stunden hatte ich es vergessen. Okay. Tja. Profi halt. Ja. Ja, dann kann ich ja das nächste Kommentar vorlesen. Gerne, Kai. Das ist von dem Taunide oder, ja, genau. Der hat dann geschrieben, et Nachtzug, so circa 50 bis 45 Casts. Daraufhin hat der Raiden geschrieben, Bob. Ja, Grüße, Taunide. Eine Übersicht der 40 bis 50 Podcasts wäre doch mal cool. Sollte es nicht zu persönlich sein. Vielleicht hier, hörerblog.radinger.de. Ja, da könnte man das halt reinbringen. Mhm. Ich habe mich gefragt, welche Podcasts wohl zu persönlich wären, um sie da zu nennen. Ja, ich habe beim Raiden in der Liste schon einen gefunden, der sehr persönlich ist. Da hat die Dame nach ca. 15 Minuten Podcast schon irgendwelche Sachen erzählt. Möchte ich jetzt hier nicht sagen. Das sind wohl doch eher Live-Camps, die du da meinst. Ja, ja. Kann sein, dass er die vielleicht auch da verlinkt hat. Live-Cam to RSS-Converter. Nein. Der Nachtzug schreibt gerade zweistellig. Ich hätte mehr erwartet. Oh Mann. Ja, was ist mit dem Potzeller Uwe los? Wieder Internetprobleme. Ist halt zwar geklappt, Mensch. Ja, ich weiß auch nicht. Oder ist er wieder beim Vorglühen? genau.
Auf alle Fälle gab es halt dann noch so eine kleine Diskussion halt, weil es halt nicht gleich funktioniert hat mit diesem Auslesen, wo ich in der vorletzten Folge erzählt habe, wie ich da eben meine OMPL-Datei auslese und habe dazu einfach nochmal einen kleinen Guide dazu geschrieben, eben auch auf dem Hörerblog, weil für sowas bietet sich der natürlich an. Habe ich euch dann auch mal verlinkt. Hier nochmal die Anleitung, wie man das macht. Ist eigentlich ganz einfach. Naja, dann gab es halt ein wenig Diskussion, weil das halt nicht gleich so funktioniert hat. Und muss ich ganz ehrlich sagen, was mir aufgefallen ist, und zwar, ich lese mal das Kommentar vor, weil er das Problem hatte, wenn ihr so meine Auflistung kennt, wie ich das immer so gemacht habe, mit vorne Klammer und dann RSS und dann eben die Domain vom Podcast hinzu. Das ist so, ich habe das Ganze mal ganz normal gemacht mit Downcast, also ich mein Podcast-Client ist Downcast auf dem iPhone, habe aber auch Pocketcast. Und mir ist aufgefallen, dass Downcast gegenüber Pocketcast seine OMPL-Datei anders aufbaut oder so. Und das Problem ist, wenn du dann praktisch die OMPL-Datei, die wo von Pocketcast generiert wurde, da in den Parser reinjagst, dann zeigt er da, wo jetzt RSS steht, nur Nullen an. Oder steht Null da. Weil das Feld anscheinend leer ist. Und das ist ziemlich kacke, ehrlich gesagt. Und dann habe ich das Ganze über Downcast gemacht gehabt und dann läuft das wunderbar. Also nicht wundern, wenn da Null steht, weil dann müsst ihr nämlich entweder eure Datei anpassen und dann reinpassen oder ja auf ein anderes System wechseln. Ich habe auch einmal verlinkt mit einem Bild, wie das auszusehen hat. Und das ist jetzt aus dem Downcast zum Beispiel. Nur so mal zur Info, könnt ihr euch ja mal reinziehen. Das Kommentar verlinke ich euch natürlich oder könnt ihr euch ja da dann gleich anschauen zur Folge eben zur letzten. Ansonsten hat er dann einmal seine ganzen Podcasts so reingezwiebelt und sind ein paar interessante Sachen dabei, also saubere Sache. Genau. Ansonsten hat der Dennis noch einen Kommentar geschrieben, das darf nochmal der Kai vorlesen, wenn er mag. Jo, der Dennis hat geschrieben, moin, jetzt habe ich mich verscrollt. Moin, was wartet mal wieder für eine schöne Folge? Diesmal waren fast wieder alle da. Das war schon schön. Auch, dass Raiden sich noch in die Folge reingeschlichen hat, war super. Ja, der kleine Pumuckel hier. Oh, jetzt müssen wir Lizenzen zahlen. Warum? Du hast doch rote Haare. Ach so, und dann schon da wieder, ja. Ja, ich will aber auch hier keinen jetzt erdissen wegen roten Haare oder so. Okay, er schreibt weiter. Das etwas Übersteuern von Verena ist die letzten Male schlimmer geworden. War in der ersten Folge, glaube ich, gar nicht vorhanden, das Übersteuern. Kai könnte ja seine Spielkunst live streamen auf Twitch, dann braucht Raiden nicht über FaceTime zuzuschauen, sondern hat das Geschehen groß auf dem Bildschirm. Natürlich leider dann ohne die Flüche von Kai zu hören und die Jubelschreie. War auf jeden Fall wieder eine super Sendung, freue mich auf die nächste. Hauen Sie rein, Gruß Dennis. Sauer. Den habe ich auch nochmal geantwortet, aber bevor ich jetzt mein eigenes Kommentar vorlese, schiebe ich nochmal den Vorleseball rüber an Bob. Servus Dennis, ich habe extra noch am Samstag was aufgenommen. Vielleicht mal so als kleiner Spoiler. Am Freitag werde ich auch mit von der Partie sein. Wegen Verenas Übersteuerung. Das ist das Gleiche wie eben. Kommt das Gleiche wieder, ne? Ja. Ansonsten, danke für dein Feedback und noch eine schöne Woche. Gruß Raiden. Ja, und einen Satz haben wir noch vergessen. Das mit Twitch wäre, denke ich, nicht so cool wie über FaceTime. Allein schon die Atmosphäre und natürlich die Live-Kommentare, wo man dann gleich Kai an den Kopf schmeißen kann. Das steht da doch gar nicht. Ja, das habe ich jetzt neu interpretiert. Ja. Ah. toll. Der Raiden tut während der Live-Aufnahme hier noch seine Kommentare bearbeiten, weißt du? Ja, genau. Optimier ein bisschen was da, ein bisschen. Ja, ja. Oh, das Arschloch, du mal gleich löschen, so. Super. Nein, Scheiß beiseite. Solche Kommentare gab es noch nicht, Gott sei Dank. Aber Gott sei Dank.
Petra darf noch Taktik Tafels Kommentar vorlesen. Okay, also der zitiert, was du, ne? Vielleicht mal so ein kleiner Spoiler, am Freitag werde ich auch mit von der Partie sein, also der Raiden. Und Taktiktafel antwortet, lasst mich raten, kraulen ist das neue Englishtown. Nächste Woche startet Raiden dann im Delfinkurs. Nein, also es hat schon einen Grund, warum ich heute da bin. Ne? Also ihr dürft gespannt sein, Freunde. Genau, und ansonsten, der Kai hatte noch eine Frage an den Dennis eben, ob denn dieses Twitchen auch mit der PlayStation funktioniert und wenn ja, wie, weil er da aktuell noch die Erfahrung nicht hat. Ja, es ist halt eben so, dass bei diesem Kommentar jetzt, das habe ich übers iPad geschrieben und da ist die Hälfte irgendwie gar nicht gesendet worden, obwohl es da stand in diesem Feld, in dem man das Kommentar schreibt, denn ich habe dann noch geschrieben, dass man ja mit der PlayStation kann man ja auch das aufnehmen, was man da gerade spielt, so circa 15 Minuten lang. Hat dann aber nur den Ton vom Spiel, dann müsste man, also wenn man jetzt so ein Let's Play oder sowas machen will, ne, dann müsste man das noch nachvertonen und ja, wollte halt eben auch mal wissen, wie das, ob das da irgendwie eine Möglichkeit gibt, das Ganze schon gleich mit der PlayStation aufzunehmen oder so. Wenn das einer weiß, kann das mir ja mal kurz sagen, dann kann ich da meinen YouTube-Kanal ein bisschen füttern. Ja, Frage, wie du dann da, weil du sagst, übers iPad bist du aufs Kommentar. Hast du mal den coolen Link bei uns im RSS-Feed genutzt? Schreibe jetzt deinen Kommentar zur Folge. Nee, den habe ich nicht genutzt. Ich habe den Feed der Kommentare habe ich in meinem Feed-Reader oder wie man sagt. Und da bin ich drüber gegangen, dann über die Webseite und wollte dann den, wer war es, der Dennis, dem wollte ich da antworten, hatte das alles geschrieben. Und dann auf Absenden gedrückt und dann kam nur das, was jetzt da steht, raus. Jetzt habe ich es halt eben auch nicht mehr geschafft, dann abends noch beim Rechner dann den Rest nochmal hinzuzufügen. Ich habe dann auch, glaube ich, vergessen, was das genau war. Okay. Habe es jetzt so zusammengedichtet irgendwie. Trotzdem für unsere Hörer nochmal, wenn ihr meint oder möchtet uns schnell einen Kommentar schreiben oder so und habt jetzt keinen Bock extra auf die Ratinger-Seite zu gehen und dann die Folge zu suchen, es gibt jetzt immer zu den aktuellen Folgen praktisch, wenn ihr die hört, gibt's jetzt dann immer gleich im RSS einen Link mit drin, der ist groß und fett und heißt, schreibe jetzt einen Kommentar zur Folge und da drückt ihr einfach drauf und dann sollte eigentlich euer Browser aufgehen vom Telefon oder vom Tablet oder mit was ihr auch immer gerade online seid und kommt dann automatisch zum Kommentarfeld und könnt dann zu dieser Folge, die wo ihr gerade hört, gleich einen Kommentar abgeben. Coole Sache. Ja, hast du gut gemacht. Hätte man schon vor Jahren machen können, so, ne? Ja, man muss halt eben auch mal auf die Ideen kommen, ich meine. Ja. Doch öfter mal zu IKEA. Na gut. Also Leute, vielen Dank für das großartige Feedback. Finde ich klasse. Weiter so. Und dann hätte ich gesagt, steigen wir doch einmal so gediegen, weil wir eh schon ein wenig spät draußen sind, in unsere Wochenei. Hätte ich gesagt, ich schau mal kurz, wer anfängt. Ah, Bob. Ja gut, dann fange ich an. Weise dir den gelben Ball freundlich zu. Das ist ja wirklich gelb. Naja. Ja. Den hat Raiden hat ihn neu gekauft, weil ja der Pothorst den anderen kaputt gemacht hat. Ich habe mit Ingo noch gestritten, ob der gelb oder rot ist. Hätte mal Pearl gelbe Bälle im Angebot gehabt. Oder ich hätte mich jetzt am Bier verschluckt hier. Ich könnte mir ja mal einen Spaß machen, die ganzen Angebote, die ich von Pearl hier reinbekomme, leite ich alle an den Pothorst weiter. Und dann reist der auch mal hier in die Gegend, um dir aufs Maul zu hauen. Ja, ich glaube auch. Da habe ich dann auch was von. Wie? Jetzt. Naja, wenn der zu dir kommt, um dir aufs Maul zu hauen, dann sehe ich den mal wieder. Ja, okay, alles klar. Aber das müssen wir dann aufnehmen, weil der Kai, wie man schon gehört hat, möchte ja seinen YouTube-Kanal etwas füttern. Genau, ja, ich nehme es auf wie der Foto aus mir eine in die Fresse hauen. Genau. Naja, gibt auch irgendwie Klicks, ne? Und Daumen nach oben oder so. Oder vielleicht auch nach unten. Weiß man nicht. Mann mit blauer Brücke schlug hiesigen in die Fresse. Na egal. Gut. Bob, bitteschön. Ja, wie soll ich jetzt so lustig weitermachen? Gar nicht. Nein, ich war ja am Teich gewesen und da hatte ich am Damm hatte ich eine Undichtigkeit
Und diesmal war es aber so, dass ich das sah, wo das Wasser reinläuft. Da plätscherte das richtig. Und dann habe ich da mal ein bisschen mit dem Fuß getreten und da machte das gleich so klotsch. Und dann konnte ich da schon richtig in den Damm reintreten und hatte so richtig so ein riesen Matschloch. Und ich habe noch aus dem Zweiten Weltkrieg so Panzerplatten heißen die, richtig so Betonplatten. Die sind okay. So 50 mal 50 und haben die dreifache Stärke von einer normalen Waschbetonplatte. Und davon habe ich eine genommen, habe die da so reingequatscht quasi und dann bin ich so hin und her drauf rumgedrückt, so ein bisschen hin und her gewackelt und die ist da so richtig schön reingesackt in dieses Loch, ne? Und das ist jetzt wieder dicht. Also das hat echt was gebracht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach ist, aber ist eine Frage der Zeit. Ich glaube, ich muss da wirklich mal was Größeres machen, da am Teich wieder. Nur da habe ich im Moment gar keine Lust zu irgendwie. Das ist immer gleich richtig Arbeit. Naja, auf jeden Fall. Dann, wo ich einmal dabei war, habe ich mich mal auf mein Floß geschwungen. Da hat meine Frau Fotos von gemacht. Mal gucken, vielleicht organisiere ich da mal was. Auf jeden Fall bin ich raus zur Entenhütte und habe die erstmal richtig schön sauber gemacht von innen, weil das jetzt losgeht mit der Brüterei. Und ich hatte da jetzt 2 Jahre hintereinander oder wenn nicht sogar 3 eine Glucke drinne. Und die hat immer gekluckt und gekluckt und die Eier, die sind nichts geworden, weil die wahrscheinlich von unten zu viel Kälte kriegen. Und dann habe ich den jetzt erstmal richtig schön Nest gemacht mit Stroh habe ich vom Nachbarn geholt. Das ist ein Bauer und ja, habe das schön ausgekleidet und mal gucken, Daumen drücken, dass das was wird. Tja, das war's vom Teich. Dann hatte ich ja Geburtstag, da hatten wir also eine riesen Sause gemacht. Dann haben wir hier so eine unserer Nachbarinnen. Das ist Wahnsinn. Wirklich, also der ist so, die ist 55, ja, und hat sich mit meiner Frau so ein bisschen angefreundet und ist also rübergekommen zum Party machen. Und wir so ganz normal und ich mit meinen Jungs natürlich dann später Metal gehört, vom Allerfeinsten, Headbanging, ne? Und sie kam und und zeigte gleich so die Pommesgabel, weißt du? Und ging ab wie eine Rakete. Da, das geht doch gar nicht, ey. Was haben wir dann da rumgetanzt und gehadbanged? Und die war voll dabei. Voll, ne? Also so richtig die heftigen Sachen auch, ne? Richtig mitgemacht. Und dann haben wir draußen, hatten wir ein Feuer an, haben draußen gestanden und ey, das war so eine geile Party. Richtig schön. Ach ja, Feuer. Das ist so eine, das hatte ich, glaube ich, schon mal, weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt habe. Auf jeden Fall haben wir so riesen Ausdehnungsgefäße ausgebaut und da habe ich mir einfach unten diese Kuppel ausgeschnitten mit der Flex und dieses Ausdehnungsgefäß hat ein Blech von 3 Millimeter ungefähr Wandstärke und da habe ich mir so eine Feuerschale von gemacht und jetzt hatte ich diese Feuerschale und habe mir dann halt eben dieses Dreibein dazu bestellt mit dem Topf und so, das hatte ich schon erzählt. Und da haben wir jetzt den Grill ausprobiert. Ist das eine geile Sache? Also da passt was drauf, ohne Ende. Ich habe die versorgt, mit 2 Gängen waren alle satt. Und wirklich klasse. Hat schon Spaß gemacht. Geile Party. Jo, was habe ich noch gehabt? Kopfweh am nächsten Tag oder so, oder? Ja, nee, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Ich habe um 12 Uhr sollte ich die Musik leise machen. Meine Frau kam runter. Ja, die kam um 1 auch nochmal runter. Da war sie aber schon leicht angesäuert. Und nächsten Tag hat sie nicht mehr mit mir gesprochen. Ja. Party, ne? Nein, sie hat dann, hinterher war alles in Ordnung wieder, aber letztendlich. Das hast du ja gekauft. Ja, du warst schon krass, wirklich. Wir haben Party gemacht, das kann ich dir sagen, ehrlich. Naja, gut, egal. Weiter. Die Woche. Ja, die war ganz schön angefressen, wenn wir so laut Musik gehört haben. Ne? So. Aber gut, wir waren dann hinterher, waren wir drinnen. Ne? Und damals dann auch wieder leiser gemacht. Das war halt drin, war die Musik und wir haben halt draußen gestanden. Das ist natürlich auch suboptimal, ne? Ja, und als wir dann reingegangen sind, haben wir es dann ruhiger angehen lassen. Ja, okay, um 2 bin ich dann einfach ins Bett irgendwann, weil es ging nicht mehr. Ich bin echt fertig gewesen.
Hab den Jungs gezeigt, wo die Getränke sind und hab gesagt, komm, Blitze, mach das Licht aus. Ja. Und dann bin ich abgedankt. Am nächsten Tag, nee, ganz normal. Wir haben wieder Musik gemacht und alles gut. War nicht fertig oder so. Aber das ist natürlich auch, wenn ich nur Bier trinke, dann geht das. Dann werde ich nur müde. Gott bewahre, wenn ich dann irgendwie was Schluck dabei trinke oder irgendwie so diese kurzen, dann, nee, das kann ich überhaupt nicht haben. Dann danke ich gleich ab. Mhm. So einer dazwischen, das reicht, dann bin ich fertig. Irgendwie auch komisch. Wie ist das bei euch? Ihr trinkt keinen Alkohol, ne? Doch. Naja, bloß zur Kerwe und ansonsten eigentlich ganz wenig. Also so richtig habe ich letztes Mal an der Fastnacht getrunken, aber ich hatte gestern Abend ein Bier getrunken, also mehr trinke ich dann auch nicht wie ein Bier oder so, aber an der Fastnacht habe ich dann auch mal ein paar mehr, also getrunken und ein paar Cocktails und so, aber Schnaps und so lasse ich weg, weil, naja, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Hm. Früher habe ich getrunken, so wie es gekommen ist. Nee, also das kann ich überhaupt nicht. Sorry? Was ist denn die Kerwa? Eine Kerwa halt, ich sag mal auf Deutsch, Kirmes. Kirchweih. Okay. Und ihr wisst ja, Kerwa hebt alle Gesetze auf. Petra Kapp. Ach so, ja, danke. Das verstehe ich. Gut. Ja, so, mein Dialekt und dein Dialekt sind nicht so weit weg, oder? Nee. Nicht wirklich, das triggert mich auch immer. Naja gut, okay, auf jeden Fall, ich habe bis jetzt seit meinem Geburtstag nicht ein Bier getrunken. Das ist also nicht, dass da irgendwie Gerüchte aufkommen. Der Bob, der versackt so langsam. Also das ist kein Problem. Ich habe jetzt heute wieder ein Bier aufgemacht, aber ein alkoholfreies. Ja, gut. Die Woche drauf bin ich bei uns unten im Flur wieder ein bisschen weiter gemacht. Wir haben da drei Türen, die haben wir einen Tag. Da haben die Jungs mitgeholfen, weil wir gerade nichts zu tun hatten. Hinter welcher Tür ist denn der Zunk? Sorry. Ja, also die eine habe ich rausgenommen, komplett, und zwar mit Mauer, dass es zum Flur hin offen ist, also zu der Flur zum Treppenhaus, weil bei uns in diesem kleinen Flur dieses Ofenrohr lang geht und die Wärme von diesem Ofenrohr wirklich genial so im Treppenhaus hochzieht, dass das ganze Haus warm mit diesem Ofenrohr und ja, dann haben wir noch die Küchentür, meine Bürotür und die Tür zum und die sind halt eben noch nicht gestrichen oder waren gestrichen und haben wir jetzt die Farbe runtergemacht, so mit so einem Heißluftföhn und einem Spachtel. Alter, ist das eine Arbeit, ne? Da haben wir, ich glaube, einen ganzen Tag verbracht, bald diese Türen abzuknibbeln. Mhm. Naja, das haben die Jungs gemacht und ich habe halt eben Spachtel angerührt und dieses Rotband heißt das, habe ich genommen und habe damit diese Schlitze zugespachtelt. Und nächsten Morgen, ich komme runter und dachte, ich träume, da ist das alles wieder aufgerissen. Das sah aus wie in der Wüste Gobi. Lauter Risse, alles aufgerissen. Klopfst du dran, es fällt alles wieder raus. Dachte ich, nee, also nie wieder. Das ist wirklich, also ich glaube, oder liegt es vielleicht daran, dass dieses dieses Rotband nur zum Verspachteln dünner Oberflächen ist, dass man damit gar keine Schlitze zumachen darf. So hatte ich jetzt gedacht, dass es vielleicht zu dick ist, denn da, wo ich dünn übergespachtelt habe, da ist es so geblieben, da ist nichts passiert. Mhm. Ich werde jetzt einfach ganz normalen Mentmörtel nehmen oder irgendwas und dann die Schlitze zumauern, fertig. Tja, das war im Grunde genommen meine Woche, ja. Was denn? Das ist ein Gipsputz oder was, das Rotband? Ja, das ist sowas wie Gipsputz. Knaufrotband ist ein Haftputzgips zum Kletten, also nicht zum Füllen. Zum Kletten, nicht zum Füllen, das ist das Problem wahrscheinlich, ne? Hier habe ich mal einen Link gerade gesucht, da steht Haftputzgips zum Kletten. Und wenn es zum Kletten ist, kann es ja nicht zum Füllen sein, oder? Anwendungsbereich zur Herstellung geglätteter, frei strukturierter oder abgezogener Oberfläche. Ja, dann ist es für Risse nett. An Innenwänden und Decken. Okay. Als Einlagenputz für alle Mauerwerksarten, Beton sowie tragfähige Putzuntergründe, besonders auch geeignet für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten.
Ja, aber für Risse, weiß nicht. Nee, das waren so, ja, wir haben ja halt dieses Stück Mauer zwischenweg gemacht und diese Ansätze von der Mauer, da war der Putz halt weg. Ja, ja. Und dann ist das so, weiß ich nicht, 2 Zentimeter stark vielleicht. Das habe ich halt zugemacht damit. Ja, das ging erst rein, nur wieder raus, ne? Nee, der Nachtzug schreibt gerade, Kai hat sich erkundigt, weil ihm Lucy die Wände ruiniert. Das stimmt allerdings, aber leider Gottes und oder glücklicherweise nur die Tapete. Aber ich habe ja die mal. Die kommt nicht so tiefer. Genau, ja. Aber ich habe ja mal Bauzeichner gelernt. Und da musst du auch solche Sachen wissen, für was. Aber das hier habe ich jetzt einfach nur gegoogelt, weil das ist auch schon länger her, seitdem ich das gelernt habe. Da weiß ich auch schon vieles nicht mehr. Da musst du als Bauzeichner auch einiges wissen, welche Dachdeckungen es gibt, welche Steinarten und so weiter, Putz, Mörtel und so weiter. Musst du alles wissen. Aber weiß dann ich weiß schon lange ja, mehr. Was ein Walm ist, ne? Ein Walm, ja, es gibt einen Walm und einen Krüppelwalm. Und eine Nonne deckt, ein Mönch deckt 2 Nonnen. Genau, so sieht das aus. So sieht das aus. Mit diesen Handwerksweisheiten gebe ich den gelben Ball zurück zum Bläden. Zum Bläden, was? Zum Raiden? Zum Bläden. Zum Bläden. Ja. Sauber, ich empfange den Ball. Und voller Ehrfurcht wegen der, ja, wie sagt man, Rotband, gucke ich in das Dokument und überlege, wer als nächstes im großen Ratinger-Rhythmus drankommt. Du hörst Ratinger.de, der Podcast für den Nerd. In dir. Hey! Petra! Have fun! Ja, das ist auch wunderbar. Ich weiß nämlich. Dir den Ball. Dankeschön. Nicht an Kopfmann. Nein, nein. Ich weiß nämlich nicht, wie lange ich durchhalte. Na, bis zum Schluss doch. Na, ich hoffe es. Weil ich bin schon 1,5 Wochen hier im Bett mit einer. Also, das war eine Kehlkopfentzündung, die wird jetzt so langsam wieder gut. Also ich habe auch nur geredet, wenn ich unbedingt wollte, in den letzten Tagen. Welch eine Ehre. Ja, jetzt geht's ja wieder. Ja, du jetzt warst vor 2 Wochen. Du warst vor 2 Wochen auch schon mal da, deswegen welche Da war Ehre. Ich noch vollkommen gesund. Ah, da warst du noch gesund, okay. Ja, ja, das kam gut, hinterher. Ja, das färbt der Stimme ab, ne, das braucht der Zeit. Naja, also du denkst, es wird jetzt wieder reinhauen, wenn ich hier fertig ja. bin. Ja, hoffentlich so, ja nicht. Nee, ich klang auch, es war ein ganz fieses Gekrächze teilweise, das war nicht anzuhören. Aber es wird jetzt wieder, ich hoffe, das merkt man. Ja, und deshalb dürfte ich nicht zum Sport gehen. Ich fühle mich wie eine Bandnudel, weich gekocht, hier liege, den ganzen Tag. Immer. Nicht al dente. Nein. Und ich habe zig Hustensäfte ausprobiert und eine ganz schlimme Koteinerfahrung gemacht und ja, nicht super. Keine nette Woche. Also zum Teil. Ich habe 12 Tage lang nicht geraucht. Yay! Ja, Applaus. Ja, weitermachen. Ja, ja, wo ist denn unser Einspieler mit einem Applaus? Wo ist er denn? James? Das James? Dauert so lange, das wirkt jetzt nicht mehr authentisch. Nee. Der Schlofe. Da können wir noch so viel schneiden. Aber das sind 95 Euro. Wie? Mann. Dafür feiere ich mich halt ein bisschen. Was hast du denn da geschenkt bekommen überhaupt? Warte mal, SDRGC, SDRV. Ich poste es mal im Chat, ne? Was denn? Mom, die komplette erste Staffel. Ja, das war in meinem Briefkasten gestern. Das war ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk von Ingo. Und es stand ausdrücklich auf dem Zettel, ich darf das schon öffnen, deshalb habe ich auch schon reingeguckt. Das ist total lustig und alles, was Anna Faris drin hat, muss gut sein. Mhm. Was gibt's da? Mütter. Das Mütter. Ist eine Sitcom. Und also, sag doch schon der Titel. Ja, aber Raiden, du hast ja den Englischkurs abgebrochen, oder wie war das? An diesem Titel wird es wohl nicht scheißen. Ich bin eher irritiert. Ich bin hier so mit der Maus jetzt über die Bilder und Bild 4 siehst du so
einen oberkörperfreien Gigolo irgendwie so am Küchentisch sitzt mit einer Banane. Die sind alle irgendwie mit 17 mit Mutter geworden. Also in der dritten Generation ist jetzt schon die Tochter mit 17 schwanger und das ist der Vater von dem Kind, das unterwegs ist. Also der Titel kommt nicht von nirgendwo. Okay. Aber macht Spaß, war total nett. Und zum Glück durfte ich es schon gucken, weil ich habe ja noch gar nicht Geburtstag, der kommt ja erst. Okay. Jetzt hast du malst in meiner Liste rum, das macht mich fertig. Nein, Reden. Also, danke. Bitte, ja, ich passe bei links an. Ja, das ist nett. Das war es auch eigentlich schon, weil viel mehr passiert ja nicht, wenn man hier rumliegt. Also, wenn bei mir die Nudeln so richtig fad sind, dann schwinke ich die nochmal in der Pfanne. Das macht die richtig lecker, finde ich. Ist ein wenig Öl mit rein, ne? Tipp an, ja. Was? Als Tipp am Rande. Ich komme jetzt nicht. Ach man. Kleiner Gedankensprung. Ja, ich esse keine Nudeln. Nudeln sind das Böse. Nee, du hast aber gerade gesagt, du fühlst dich wie so eine Nudel. Ja, weil ich seit letzte Woche Montag nicht beim Sport war und normalerweise aber 5-mal die Woche. Und heute war ich wieder und nach einer halben Stunde musste ich mich schwindelig in die Ecke vor die Heizung setzen. Im Kurs. Das war peinlich. Apropos peinlich. Es ist nicht so, als hätte ich nicht gute Ratschläge bekommen, doch noch zu Hause zu bleiben. Aber ich kann ja nicht hören. Der Nachtzug schreibt gerade im Chat, mit 17 schwanger? Fragezeichen. Das ist eine Serie für Uwe, für andere eine Komödie, für ihn ein Horrorfilm. Geil. Und die Taktiktafel schreibt, Achtung, Spoiler, hier der Grund, wieso Folge 1 vom Pushbot bisher nicht erschienen ist. Und jetzt kommt ein Imagebild, ich traue mich gar nicht öffnen. Na, mach nur. Du musst jetzt sagen, was du siehst. Ja. Das ist ein Audio-Podcast. Ich sehe hier, Mensch, der kommt mir so bekannt vor, der Schauspieler. Mensch, wie heißt der denn? Weiß es nicht. Ja, auf alle Fälle Flussfahrt mit Burt Reynolds. Okay. Ja, auf alle Fälle sieht man da, ach, das ist da mit dem Bogen. Ah, scheiße, Mann, bin ich alt. Ja. Und zwar, das ist die Szene, wo sie auch diesen Bogen da irgendwie rein oder rausziehen, sehe ich jetzt nicht ganz. Ich glaube, raus, so wie er sich anstrengt. Ist aber nur der Pfeil, nicht der Bogen, Gott sei Dank. Ja, sorry, ja. Gut, der ist Aspar Uralt, der Film, glaube ich. Mhm. Genau. Sorry, Peter, wir haben dich unterbrochen. Nein, alles gut. Männerdomäne und so. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt noch genau einen Punkt und das ist mein sich im Entstehen befindendes neues Podcast-Projekt. Und im Gegensatz zu dem bestehenden Podcast bin ich da derjenige, der die Technik auf die Reihe kriegen muss. Das wird lustig. Ja. Ja. Wenn da so bin weit ich mal ist, gespannt, wenn halt es soweit ist. Laufenden. Die Woche ist der bei meinem Twitter-Account aufgeschlagen. Genau, den Twitter-Account gibt's schon, sonst gibt's noch gar nichts. Ja, mach mal ein bisschen Werbung für den Twitter-Account. Grumpy Unicorn. Das sind die Grumpy Unicorns, genau. Genau. Und das wird ganz toll. Doch, was ist denn das? Und gleich guck, wem der so folgt, und da wusste ich auch schon, wo er hingehört. Ja. Magst du mal ein bisschen was drüber erzählen? Nein, so viel sagen können wir noch nicht. Das Ganze bin ich und meine Freundin Hanna. Hanna ist sehr talentiert, wie man in der Weihnachtsfolge der Sprechweisen hören konnte. Von der kam nämlich die Hälfte der U-Bahn-Geräusche. Jetzt hat Bobs und Bob durch ein Folgen mein Mikro lahmgelegt. Ja. Cool. Und das Twitter-Bild mit dem regenbogenkotzenden Einhorn, das böse guckt, wird, wenn ich das irgendwie so hinkriege, auch das Logo. Und viel mehr wissen wir aber noch nicht, außer dass der Potthorst einen Trailer spielen wird. Und dass es ungefähr zeitgleich damit dann auch abonnierbar sein soll. Aber die technische Hürde, da werde ich ganz viel um Hilfe bitten müssen, so um mich rum.
in meinem Podcast-Universum. Weil das macht ja bei den Sprechweisen alles der Ingo. Was heißt technisch? Wo hängt's denn da? An allem. Ah, okay. Da kannst du jeden fragen. Nee, also das. Ich muss die jetzt erstmal hier auf meine Couch setzen und dann wird aufgenommen und dann gucke ich. Das mit Schneiden, das lerne ich gerade. Mhm. Aber wir haben auch noch keine Mucke oder so. Habt ihr denn schon eine Plattform, wo ihr es veröffentlicht, also WordPress oder sowas? Wegen der Domain stehe ich in Verhandlungen, ja. Okay. Nein, es wird wunderbar, ihr werdet es nicht verpassen. Die Taktik dafür schreibt schon. Kai, komm vorbei und installiert dir ein Linux. Genau, da bin ich ja. Mit Linux installieren bin ich Fachmann, nur mit der Anwendung klappt es nicht. Installieren klappt, das kann ich besser wie Windows. Oh, man sollte es nicht glauben. Ja, das heißt dann aber nicht, dass ich das bedienen könnte. Ja, ich könnte es ja auch nicht bedienen, aber installieren kann ich es. Also ein Betriebssystem mag es nicht. Okay, gut. Ich habe nur gehört, mein Audacity sei scheiße und da gäbe es bessere Lösungen. Nein, ist es nicht. Audacity ist spitzenmäßig. Schneide ich alles mit. So. Oh. Ich schneide Blended Kai, die Tea Time damit. Ich, na gut, will ich jetzt nicht hier auswählen. Ich will ja hier keine Werbung machen. Also das ganze Blended Kai Podcast Imperium wird damit geschnitten. Okay. Imperium. Ja. Ja, sowas will ich auch mal, deshalb mache ich das jetzt. Oh, ja. Viel mehr habe ich nicht. Kai Imperium? Nein, ein Podcast Imperium. Ja. Ich habe ja Kai Imperium. Das heißt, das nächste Mal, wenn der Kai dann in die Folge kommt, brauchen wir erstmal einen Einspieler. Raiden, ich bin's dein Vater. Juhu! Okay. Gut. Das war deine Woche, Petra. Ganz genau. Dann warte ich darauf, dass du mir den Ball zuspielst. Na, fang. Okay. Mhm. Da habe ich ihn gerade noch so. Da haben wir, glaube ich, selbe Wege noch. Gut, Freunde. Die Taktik dafür schreibt gerade noch im Chat, installieren geht über funktionieren. Super. Ja, das Problem ist, wenn es installiert ist, funktioniert. Aber wenn ich dann weitermache, funktioniert nicht mehr. Oje. Ja gut, Freunde, dann hätte ich gesagt, befrage ich wieder das Orakel. Ich wünschte, ich hätte Ingos Chipmunk-Stimme dabei. So, das Orakel hat gesprochen. Jetzt kommt meine Woche. Was haben wir denn da? Ja, genau. Fragt mich nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe mich echt gefragt, was ist denn eigentlich mit dem Dr. Crazy los? Vor allem hört man ja gar nichts mehr. Auf YouTube macht er doch ab und zu mal ein paar Videos hier mit seiner Holzbearbeitung. Super. Aber so auf Twitter, podcast-technisch, da ist ewig nichts mehr rausgekommen. Twitter schreibt aber auch manchmal. Ja, mich hat er vorgestern angerufen. Echt? Mhm, okay. Ja, der soll sich mal melden. Also lebt der noch? Oder sind das bloß Bots, die wir dafür entwittern? Oder? Nee, er lebt schon noch. Okay. Weil früher war er zumindest ab und zu mal ein wenig da, ne? Hat man eingeschaut. Wegen Schattenreaktion und so. Ja, das ist ruhig um ihn geworden, glaube ich, ja. Hm. Aber er macht wirklich so Holzvideos. Er bastelt auch, ach, was hat er denn jetzt? Hat er die Tage erzählt? Mit Palettenholz. Genau, so eine Garten, so ein Gartentisch oder was? Das ist so ein Pflanztisch oder was? Ja, ja, und die verrücktesten Sachen halt, ja. Okay. Mag vielleicht noch jemand hier mal einen Link raussuchen zu seinem Kanal? Dann verlinken wir den mal. Kann ich machen. Kein Problem. Ganz komisch. Naja, gut. Wie gesagt, ist mal halt mal ein bisschen abgegangen, dass jemand überhaupt nichts mehr hört. Hey, der Uwe hat es wieder in den Chat reingeschafft. Servus. Ansonsten, was war bei mir die Woche? Naja, auf dem Arbeit, ne? Wisst ihr ja. Immer viel zu da. Uwe schreibt, der baut ein trojanisches Pferd, so sagt man. Und kommt dann nach Franken, pass mal auf. Ja.
aber den würde man schon erkennen, weil das ganze Pferd wahrscheinlich aus den Ohren rausgewalmt vor Rauch der Alkenraure. Okay, danke für den Link, den baue ich dann noch mit rein. Mhm. Auf aller Fälle, wie gesagt, war es bei mir halt mal wieder sehr stressig und ich hatte eine kleine Unterredung erst mit meiner Schwester. Ja, und sie hat mich gefragt, oder was hast du gefragt? Sie hat aktuell den Spleen, sie würde sich gerne Hühner anschaffen. Und ob ich das dann nicht füttern tät. Also wenn sie halt dann im Urlaub sind oder was, ne? Ach so. Ja, genau. Ja. Hat sie die Nachbarn schon gefragt? Ja, die haben ein eigenes Grundstück. Du weißt doch, wer in der Straße den Donau gibt. Alles, was weiß es. 1 bis 100. Ne, also von daher, Hühner, ich weiß nicht, hat für euch jemand Hühner oder allgemein? Meine Schwester hat, aber die haben auch einen ganzen Bauernhof. Okay. So eine richtige Landwirtschaft? Ja, hobbymäßig, aber ich weiß nicht, so 30, 40 Kühe oder so. Ein schönes Hobby, 30, 40 Kühe. Ja, die laufen ja im Sommer auf der Weide und so. Okay. Da brauchst du dich nicht groß drum kümmern. Ja, gemolken werden wollen die trotzdem, ne? Ja, das sind ja nur die Mutterkühe, die gemolken werden wollen. Und das ist ja Nachwuchs, die dann die Milch trinkt. Also die Kühe, die auf der Weide sind, werden nicht gemolken. Okay. So irgendwie, keine Ahnung, frag mich nicht, ich habe davon keine Ahnung. Ich bin noch nie Traktor gefahren oder so, also Auswahl hätte ich, aber hab's noch nie gemacht. Okay. Naja, auf alle Fälle finde ich ja schon eine coole Idee, ne, aus dem Ei und so, aber die kannst du ja auch nicht gleich essen, die musst du ja erstmal 3 Tage oder 4 Tage erstmal liegen lassen. Ne? Wieso und, das? Naja, wenn du die gleich aufmachst, dann schmecken die so, so. Wenn du das Ei gleich aufmachst, wenn das Huhn es gelegt hat, dann ist das Ei noch warm und es schmeckt sehr lecker. Ist so dottrig dann irgendwie. Dottrig? Naja, halt. Also du kannst das Ei, denke ich mal. Ja, du kannst das Ei, denke ich mal, bedenkenlos verkosten, auch wenn es schon direkt aus dem Huhn kam. Mm. Nur das Legeei, das solltest du nicht verkosten. Das wird dann bitter. Ja, wie gesagt, naja, auf alle Fälle war das die eine Geschichte, was ich dann so die Wochen schon so sehr abenteuerlich empfand, ne, sich die Hühner anzuschaffen. Mhm. Dann habe ich mit meinen Leuten die Wochen unterhalten und die sind dann gleich mit der nächsten Story gekommen, dass sie sich jetzt ein Wohnmobil kaufen werden. Und damit dann, weil mein Dad, der geht nämlich dieses Jahr in Rente und dann werden die sich mal ein bisschen die Welt anschauen, habe ich den Eindruck. Ja, das ist schön. Mhm. Und wenn sie wieder daheim sind, dann kannst du damit los in den Disco. Dann fahren wir mal zum Bob an den See. Nee, da kann er mal gerade raus, wenn er Bock hat. Ach so. Gerade raus? Ja, ins Wohnmobil. Ach so. Pussywagon, oder was? Das erinnert mich, ich habe mal so einen coolen VW-Bus gesehen, der war so voll auf 80er gemacht. Also ich glaube, das war sogar noch ein Bulli oder so, glaube ich, so ein richtiger. Und da war dann hinten drauf, also hinten die Scheibe schwarz, und da war drauf gestanden, lachen Sie nicht, Ihre Tochter könnte ja auch schon in diesem Bus gelegen haben. Du sollst deine Eltern vielleicht noch drauf ansprechen, dass sie auch auf Blattfedern achten sollen. Oder irgendwas mit Pressluft. Ach, weil da vielleicht ein bisschen Küche drin sein. Hier, ich habe dir noch ein Frühstück gemacht. Nein. Ach, die bleiben bis zum Frühstück. Da sind die doch lange weg. Echt? Was für ein Glück. über das Reden dann noch. Nee, auf aller Fälle ein Wohnmobil. Naja, stelle ich mir sehr abenteuerlich vor, aber ich bin ja momentan eigentlich mehr so der Outdoor-Mensch. Sprich, ich würde mich halt, nachdem ich fahre ja jetzt ein Kombi aktuell, also ich bräuchte das jetzt nicht unbedingt, ich meine, wenn ich wirklich will, dann lege ich mir ins Auto hinein, ein Kombi, oder ich schlafe halt vorm Auto, ne? Ich meine, die Ausrüstung habe ich also. Aber klar, ich meine, die Leute sind ja auch schon älter, für die ist das natürlich dann Luxus. Aber so ein Wohnmobil, coole Sache. Ich hoffe, die kaufen eins.
dass ich auch fahren darf, ne? Weil ich dafür muss bis zu pro Kilo halt, ne? Also ich hatte mal ein paar Jahre, also so 2-3 Jahre hatte ich ein Wohnmobil von einem Kumpel und das war schon geil. War gerade eben los irgendwo, kannst ja überall bleiben, ne? Aber mal gerade so über Nacht fährst du irgendwo rechts ran und gut, ne? Hm. Ist nicht schlecht. Ja, vor allem ist es praktisch, oder wenn es da auf Festival gehst oder so, oder bei den 3 Vogonen hatte ich mir mal eins ausgeliehen von meiner Schwester eben, wo da die Poppycar Challenge war, da habe ich dann auch da drin gepennt, also ist schon praktisch, also. Dauert halt ewig, bis du irgendwo am Ziel bist, aber ist praktisch. Jo. Kommen wir vom Praktischen zu was ganz Praktischen. Und zwar, ich war mal wieder auf Amazon unterwegs. Und zwar, ich habe mir mal was gegönnt. Und zwar ein Headset. Jetzt fragt ihr euch natürlich, Mensch, wozu braucht denn der Bu Headset? Ne? Ich meine, der doch hier volles Podcaster-Mikrofon und so. Ne? Aber der eine oder andere weiß ja, dass ich in der IT arbeite. Und dadurch hat man die Möglichkeit, auch mal remote, sprich von zu Hause zu arbeiten. An meinem Laptop und so, da habe ich VPN etc., alles wunderbar, da kann ich auch mein Headset von der Arbeit reinstecken, das hat Klinke und funktioniert einwandfrei. Jetzt habe ich mir aber diesen coolen Vsphere-Client installiert, das heißt, ich kann jetzt dann direkt von meinem Privatrechner aus mich mit der Firma verbinden und von dort auf ein virtuelles Windows 7 zugreifen. Und das geht so schnell und ist so genial gemacht, dass meine komplette Kommunikation, sprich mein Firmenmessenger, meine Telefonanlage etc., alles übers Internet zu mir direkt an meinem privaten Rechner durchgeroutet wird. Das heißt, ich sitze hier und kann praktisch über Headset von mir auf Arbeit direkt also das Telefon benutzen, anrufen, sprechen und solche Sachen. Ziemlich coole Sache. Allerdings kann er das nur durchrouten, wenn du ein USB-Headset hast. So. Und darum dachte ich mir, naja, legst dir halt mal ein USB-Headset zu. Nachdem ich momentan auch mal wieder die Liebe zu Skype entdeckt habe, bietet sich das ja auch an. Für meinen Laptop halt, ne? Wenn ich da irgendwo im Wohnzimmer sitzt oder so. Und ich denke mal, für knapp 30 Euro konntest du nichts falsch machen beim Sennheiser. Kai meinte noch, das wurde auch empfohlen vom... Nee, das ist nicht ein anderes. Ja, das meine ich ja, ne, die ganze Zeit hier in der Diskussion. Achso, ich war kurz AFK, Entschuldigung. Also okay. Na, weil du geschrieben hast, das mit Bluetooth, ja, okay, gut. Nee, das hat kein Bluetooth, das ist hier wirklich noch mit Kabel. Von daher. Nee, das, was ich empfehlen wollte, ist ein anderes. Das ist das hier. Das hat der Micha von Making Tracks mir empfohlen. Okay. Das ist kabellos und auch mit USB und Sprechzeit bis zu 6 Stunden. Ja. Und cool. Also er hatte das angehabt hier in der Pott-WG. Waren wir da, ich glaube, die war es die Woche oder letzte Woche sogar schon. Und das war vom Klang her sehr gut. Er hat gemeint, das wäre vielleicht was für die Verena, für die Stopp der Poppe. Wäre das ja nicht auch was für dich, wenn du da vor deiner Playstation sitzt? Ja, aber ich bin ja da meistens in der Pott-WG via Handy. Ah, okay. Deswegen ist mit USB da schlecht. Weiß nicht, ob dann vom Büro aus bis ins Wohnzimmer, ob das dann reicht, wie viel Meter da die Verbindung ist, noch eine Wand dazwischen und so, weiß ich halt eben nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Aber für 52 Euro kann man nichts sagen. Logitech, ja, gut. Also es hat sich gut angehört. Er hat da ja, damit war er ja hier in der WG, das war schon gut. Ja gut, ich kenn's nicht, ne, und ja, ich will jetzt alles Sennheiser da und Chugger. Genau. Dann gab's mal wieder ein Weight Watchers Update, Freunde.
Also ich muss momentan echt ein wenig an meiner Ernährung schrauben, keine Ahnung. Es geht nicht mehr wirklich was runter. Das waren jetzt halt am Mittwoch wieder nur 300 Gramm. Das heißt, ich muss mal wieder die Ernährung umstellen. Ich ernähre mich schon wieder viel zu einseitig, viel zu regulär, also immer das Gleiche. Es ist klar, dass der Körper, zumindest hat mir das so die vom Weight Watcher erzählt, dass der Körper sich nicht mehr anstrengen muss, das alles zu verdauen und so, weil es eh immer das Gleiche ist, da weiß er, was kommt. Das heißt, ich muss mal wieder hier mir die Ernährung umstellen. Und dazu habe ich jetzt extra mir mal den, ja, den Einkaufsführer von Weight Watcher gekauft. Das ist ein fetter Wälzer. Die Dicke eines Telefonbuchs, sag ich einmal. Und da stehen dann so ziemlich alle Lebensmittel drin, wie viele Punkte das sie haben. Und das Ganze ist wiederum unterteilt in Discounter, also Rewe, Edeka, Lidl und so. Und da jeweils dann eben Produktpalette, ne, also was weiß ich, Fleisch, Gemüse etc. Und da werde ich mir jetzt dann morgen mal die Zeit nehmen und mir mal einen neuen Trainingsplan, hätte ich schon fast gesagt, einen neuen Essensplan zusammenzustellen. Um mal wieder ein wenig Abwechslung reinzubringen. Ist das dieser Einkaufsführer? Ja, aber das ist der neue, weil die haben ihr System umgestellt, ne, dieses Jahr. Weil ja, das machen die alle 2 Jahre, glaube ich. Ja, aber es ist echt, also, guck mal, ne, jetzt kostet 16 Euro oder was. Mann, das ist in Ordnung. Was ändert sich, wenn die das System umstellen? Naja, also manche Lebensmittel zum Beispiel, die vorher halt Punkte hatten, haben vielleicht dann keine Punkte zum Beispiel. Oder das System umstellen ist zum Beispiel, dass die jetzt seit Farben eingeführt haben, um zu sehen, dass du auf einen Blick siehst, okay, das ist ein Sattmacher, das ist kein Sattmacher und solche Sachen. Also, ja. Mhm. Also die Punkteberechnung bleibt die gleiche, aber es ändert sich halt ein bisschen was an den Lebensmitteln zum Beispiel. Okay. Und ich habe mir da dieses Starter-Set jetzt einfach mal zugelegt wieder. Das ist einmal eben dieser Einkaufsführer und ein Erfolgstagebuch. Da kann man dann 4 Wochen lang jeden Tag seine Sachen reinschreiben, ne, und sich halt motivieren auch wieder. Eigentlich ziemlich cool. Und ziehe ich halt dann da jetzt mal wieder durch dann. Sobald ich mir dann den Plan jetzt morgen zusammengeschrieben habe, geht's am Montag wieder richtig diszipliniert zur Sache. Apropos diszipliniert, Freunde. Der eine oder andere wird sich ja fragen, Mensch, was macht denn der After? Der hätte doch eigentlich jetzt beim Schwimmer sein sollen, ne? Tja, Freunde, heute ist Freitag der 13. Und wir wissen, dieser Tag steht in keinem guten Zeichen, ne, oder in keinem guten Stern. Ganz einfach, das Training fällt heute aus, weil die DLRG in das Becken besetzt heute, weil es ist nämlich das 24-Stunden-Schwimmen. Sagt es denn den einen oder anderen was? Nö. Dem einen oder anderen? Also ich kenne nur das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Das kenne ich auch. Aber das 24-Stunden-Schwimmen kenne ich nicht. Der Nachzug meint, du hättest mitmachen sollen. Ja, vielleicht fahre ich später noch, schauen wir mal. und zwar, das geht 24 Stunden, geht man da hin, zahlt ein paar Euro und dann kann man da sich anmelden halt und sagen, oh, ich bin jetzt da und dann bekommst du eine Nummer und dann kannst du Bahnen ziehen im Wasser und jede Bahn wird gezählt. Und das ist dann so. Ach so, Sponsoring? Ja. Ah, okay. Ja, und die Firmen außenrum, die sagen dann praktisch, okay, für jede gezogene Bahn gibt's 30 Cent oder was, ne? Oder keine und Ahnung. Und ein Aktivitätspunkt. bei Weight Watcher, ja. Und keine Ahnung, wie viele Bahnen da halt zusammenkommen. Das heißt, du kannst da hingehen, kannst schwimmen. Und wenn's keinen Bock mehr hast, gehst halt wieder raus und sagst, okay, stopp. Max Pause ist was, da ist dann Musik, Unterhaltung und so Zeug. Und wenn du wieder Lust hast, gehst du wieder ins Wasser und schwimmst weiter und es geht halt 24 Stunden lang. Und dann gibt es halt dann eine Auszahlung halt eben für einen guten Zweck oder so ist es dann oder für die DLRG oder keine Ahnung, wer das dann bekommt.
die Kohle, soweit wollen wir nicht. Aber zumindest bekommen auch dann die, die wo dann ihre 1000 Meter machen oder so, bekommen dann auch Urkunden und solche Sachen. Ne? Und der Jüngste kriegt was, der Älteste, die beste Schule, wo mitmacht und so. Also ich denke mal schon, fettes Event. Und ich hügel jetzt bei euch da, ne? Ja. Dafür ist dann nächste Woche am Montag eine halbe Stunde länger und am Freitag eine halbe Stunde länger. Naja. Ist halt so. Wie oft gehst du in der Woche? 3-mal. Also Montag, Mittwoch und Freitag. Bis auf den Freitag halt jetzt, ne? Weil das halt jetzt ausfällt. Ich will das sonntags eigentlich machen. Ich schlafe sonntags so schlecht ein. Das ist eigentlich eine gute Gegenmaßnahme. Ja, ich habe eigentlich schon überlegt, was ich das Wochenende anstellen wollen würde. Weil, wie gesagt, letzte Woche habe ich es ja probiert, mal fortzugehen. Habe mir wieder aufgestylt, ne? Bin dann zu McDonald's gefahren, habe mein obligatorisches Eis gegessen und habe dann nur wegen hier so nach dem Eis ein wenig so rumgesurft halt am Telefon. Und dann habe ich gedacht, na Sven, heute nicht. Und habe mich ins Auto gesessen und bin auf Erlangen gefahren, weil da war nämlich eine 80er-Party im E-Werk. Und fahre da hin und bin dann kurz vorm E-Werk und dann kommt ja so Umleitung. Und ich so, ach du Scheiße, Baustelle, mitten in der Stadt, alles aufgerissen, okay, fährst. Da fahre ich zur einen Umleitung hin und komme zur nächsten Umleitung. Aber dann wisst ihr was, leckt mich, Freunde. Dann bin ich wieder am Fahren, ey. Da war ich schon so deprimiert, ey. Naja. Und dann wollt ihr eigentlich, okay, dafür gehe ich jetzt dann am Samstag weg, also morgen praktisch, habe ich mir jetzt fest vorgenommen, kriege ich schon einen Anruf, dass ich am Sonntag wahrscheinlich mal schnell irgendwo mithelfen muss. Und das ist ziemlich früh. Das heißt, dann brauche ich jetzt halt am Samstag um da schon nicht fort. Geil, oder? Ja. Wie früh ist früh? 6:30. Okay, eingesehen. Das ist sehr früh. Für einen Sonntag ist das sehr früh. Durchmachen wäre eine Option. Hast du schon mal den Tod ins Auge gesehen? Ey. Dann poste ich euch mal ein Bild am Sonntag auf Twitter. Das ist nix. Naja, gut. Es kommt drauf an, wobei du helfen sollst. Also wenn es egal ist, wie du dabei aussiehst. Ah, das dauert schon, das dauert schon so 2 Stunden dann. Okay. Genau. Ansonsten sage ich schon mal herzlichen Dank an die Verena. Leider ist sie heute nicht dabei. Und zwar, ich habe von der Verena Post bekommen. Wow. Ja, ja. Da sieht man ja die Mütter um Zeit. Weil die hat nämlich was gebastelt. Und zwar Ratinger Magneten. Buttons. Das ist ein Foto? Ja. Ich hab glaube ich, eins auf dem Handy. Okay. Jetzt kriegst du ja nicht vom Handy in den Chat. Natürlich. Cool. Ich bin jetzt neugierig. Ja. Und die schauen ziemlich cool aus. Vielen Dank dafür. 3 Stück hat sie mir geschickt. Davon darf ich genau einen behalten und den Rest darf ich weiter verschicken. Naja. Trotzdem vielen Dank dafür. Hat sie Vorgaben gemacht an wen? Ja. Okay. Von daher vielen Dank nochmal. Und ja, danke auch. Wenn ich mal was hab, was ich an den Kühlschrank heften will, dann habe ich jetzt auch einen Magneten. Na, siehst du. Oh, Mensch. Kannst du deine Büroklammern vom Boden aufheben? Jetzt zeig das doch mal. Ja, warte, mach doch mal langsam. So schnell ist mein Rechner ja hier auch wieder nicht. Weil der zippt ja noch nebenbei. Okay. Übrigens, servus, Gedi. Schön, dass du es in deinen Chat geschafft hast. Genau. Oh, hier kommt der Button. Hier kommt hier ein Baton. Achtung. Oh, ein Dropbox-Link. Jetzt greifen wir da 10 Mann gleichzeitig drauf, weil da wird erstmal das Bild gesperrt. Zu viel Traffic. Ja, so schaut er aus. Oh, die sind toll. Huch. Respekt. Die Dame. Tja. Also, ich möchte vielleicht mal aufklären, das wurde jetzt nicht mit der Hand gezeichnet oder so, ne? Aber ja, trotzdem cool. Nette Idee.
Apropos nette Idee, Freunde. Der eine oder andere hat es ja vielleicht schon mitgekriegt, dass mir... Kontenance. Der eine oder andere hat es ja vielleicht schon mitbekommen. Ansonsten erzähle ich es jetzt nochmal. Und zwar, wir haben ja in der letzten Folge den Hörerblock ins Leben gerufen. Der Kai und ich. Er ist jetzt natürlich frech, was ist denn ein Hörerblock? Der soll dir jetzt ganz genau aufpassen. Weil der Hörerblock, da haben der Kai und ich uns gedacht, obwohl bevor ich das lese es euch einfach mal kurz vor. Wir haben nämlich... Was denn? Was? Was denn? Guck mal den Link von der Taktik-Tafel. Jawohl, schön aus den Ellenbogen, jawohl. Ja. Taktik-Tafel, musst du den Mist mehr her. Oh Gott, oh Gott. So, an die lieben Hörer, die Taktiktafel hat hier ein Bild gepostet. Da ist ein muskulöser Typ drauf mit einem schwarzen T-Shirt und auf dem schwarzen T-Shirt ist ein weißer Schwimmer. Ja, ein weißer Schwimmer, der wo gerade von links nach rechts krault und unten drunter steht Fettname, Fragezeichen. Also da kann man wohl seinen Namen dann irgendwie bei diesem Shop, wenn das ein Shop ist, irgendwie hinterlegen. Aber es hat schon irgendwie was mit Killerspielspieler irgendwie so gemein. Von daher, Kommen wir zurück zum Hörerblock. Ich verlinke den auch gerne nochmal im Chat. So. Und irgendwas Wissenswertes, warum dieser Block, der ein oder andere fragt sich ja, wozu dieser Block? Ich lese euch das mal kurz vor. Der ein oder andere Hörer würde vielleicht gerne einen eigenen Blog starten. Ihm fehlt aber vielleicht das nötige Fachwissen oder aber er hat keine Lust, einen eigenen Blog zu starten, wenn er jetzt schon weiß, dass er nur 2 Artikel posten möchte. Oder er würde gerne ein Thema ansprechen, das über 140 Zeichen hinausgeht. Zwinker, zwinker, wir wissen alle, was wir da meinen. Hier würde sich dann schon ein Artikel anbieten. Daher hat das Team gedacht, es wäre doch toll, den Hörer eine Plattform bereitzustellen, um schnell und einfach einen Artikel zu erstellen. Der Nachtzug fragt, wozu dieser Blog, reicht kein Thread im Sendegate? Ich weiß nicht, ich könnte ja auch einen Thread bei chip.de machen oder einen Thread bei bushcraftportal.net oder bei Bushcraft Deutschland und wir haben uns gedacht, unsere Hörer können gerne bei uns einen Thread aufmachen, wenn sie da irgendwie mal was kundtun wollen. Von daher ist das eigentlich irrelevant. Wie funktioniert das Ganze? Ist ganz einfach. Ihr registriert euch einfach am Blog. Obwohl schon jetzt öfter mal die Meldung kam, dass die Leute, wo sich beim Blog registriert haben, keine E-Mail bekommen haben. Ganz merkwürdig, wie gesagt, ich habe das Ganze zweimal getestet gehabt mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen, ob bis jetzt super funktioniert. Also, ja, ich meine, Kai, du hast ja auch gleich eine E-Mail gekriegt gehabt, oder? Ja, ja. Ich habe ja auch schon was gepostet. Ja. Ich war der Erste, der was gepostet hat. Stimmt, ja. Dann habe ich ja gleich live schalten müssen, alles. Danke nochmal. aus der Planung rausgerissen, gleich live geschalten, jawohl. Ich habe ja nichts dazu beigetragen. Ja, meine schöne Katzenbilder. Übrigens, wer es noch nicht weiß, das ist eine ganz besondere Katze auf den Bildern. Ne? Sollten wir auch nochmal verlinken hier. Wer es errät? Nein, ja, das kann man nicht erraten. Das weiß nämlich keiner, wer das ist. Das doch. Ist nicht, nein. Ja, ich habe das Block entjungfert. Nein, das ist nicht die, die ihr meint, sondern andere. Nicht die Melanie, okay. Nein, nicht die Lucy. Es ist nicht die Lucy. Nur Verwandtschaft von der Lucy.
Ja, wie gesagt, jetzt sind wir irgendwie vom Thema abgekommen. Ne? Na gut. Auf alle Fälle. Wir waren beim Hörerblock. Könnt ihr das Ganze dann euch registrieren und anmelden und dann auch euer Profil ausfüllen, wenn ihr das wollt. Und eben, wie gesagt, wenn ihr dann mal registriert seid, dann kriegt ihr automatisch die Rolle des Mitarbeiters. Das heißt dann, ihr könnt ganz normal Artikel erstellen und einer Kategorie hinzufügen. Und wenn ihr dann der Meinung seid, okay, jetzt wollt ihr das ganze Ding veröffentlichen, dann wird es praktisch bei uns erstmal vorgelegt. Und wir veröffentlichen es dann, hat einfach den Hintergrund, dass ihr da, also, dass Leute keinen Scheiß da irgendwie veröffentlichen. Und ihr könnt aktuell in dieser Rolle auch noch keine Bilder hochladen, weil wir natürlich da aufpassen müssen bezüglich, ne, Urheberrecht etc. Aber wenn ihr da mal was veröffentlicht habt, und ich denke mal, wir kennen ja unsere Hörer, so habe ich jetzt auch schon bei einigen gemacht, die wo sich da schon angemeldet haben, wo man weiß, die kennt man, die haben wir auch dann gleich hochgestuft, ne? Also zum Autor. Das heißt, ihr könnt dann da selbstständig eure Artikel dann auch gleich veröffentlichen und so. So viel Vertrauen haben wir zu euch. Missbraucht es halt einfach nicht. Und ja, ich meine, es gab ja auch schon cooles Zeug, was gepostet worden ist. Zum Beispiel der Walzier hat jetzt auch mal seine, ja, seine abonnierten Podcast, was er so hat, oder nein, hat einfach mal gepostet hier. Könnt ihr euch mal anschauen. Steht natürlich jeden Freitag irgendwas zu posten, sei es über sein Leben oder was Cooles erlebt oder so, weil es gibt natürlich auch uns vom Ratinger natürlich auch wieder Stoff über das, was wir plaudern können. Oder wenn ihr irgendwas vorstellen wollt oder so, postet halt einfach mal da. Und da denke ich mal, hat jeder was vor. Weil was soll's denn da jetzt irgendwo an bei WordPress.com oder so anmelden, welcher zwar Artikel, wo du vielleicht mal schreiben willst oder so, oder es bringt halt keinen was, weil das geht halt in der Masse unter und da ist halt doch ein wenig eine Sammlungssache einmal, ne? Also probiert's einfach mal aus und wenn es dann Probleme gibt oder so, sag Bescheid. Feedback gern gesehen, wisst ihr ja. Nehmt das Angebot einfach mal so an. Genau. Der Nachtzug fragt, was denn aus Podhörer geworden ist. Ja gut, das Ganze haben wir ja eingestellt, weil es ja jetzt das Sendegate gibt. Muha, na, Scherz beiseite. Der neue Blog wird dann natürlich nicht gelöscht, weil es ja schon Content gibt. Und in dem podhörer.de, da gab es ja eigentlich nur Content vom Kai und von mir, beziehungsweise damals noch vom Görg und vom Tim. Und nachdem da ja nicht wirklich was passiert ist, haben wir das Ganze dann einfach wieder eingestellt und die Daten haben wir eigentlich gelöscht, aus Sicherheitsgründen nicht, dass dann irgendwelche E-Mail-Adressen anderweitig missbraucht im Internet zu finden sind. Noch Fragen nach Zug? Gut, keine. Alles klar, schreibt jo, da. Super. Aber den Blog, da habe ich auch heute erstmal ein Backup eingerichtet, also der wird jetzt auch täglich gesichert, also hab auch schon 29 Euro investiert für ein cooles Plugin. Uhu. Dass ihr dann da euch als Autor auch eine kleine History hier bauen könnt, ne, also kleine Beschreibung von euch und so. Also das wäre schon cool, wenn da alle ein wenig mitmachen, weil da könnten wir unseren eigenen Content auch ein wenig schaffen und jeder kann ein wenig was über sich erzählen oder einfach mal was loswerden und rumtwittern und ja. Muss nicht immer der eigene Blog sein, so auch hier mal für ein, zwei Artikel. Ja. Genau. Tja, das war's dann eigentlich auch mit meiner Woche. Meine Wochenende ist ja auch schon gelaufen. Weil am Sonntag muss ich ja was machen. Super. Ja, du bist aber um 10 fertig damit. Ja, das stimmt, ja. Ja, und vielleicht hättest du noch Zeit zum Lesen. Super. Zum Beispiel. Schauen wir mal. Mit diesen Worten schnappe ich mir den Gameball, poliere ihn nochmal an meinem T-Shirt und werfe ihn schwungvoll, aber bestimmt rüber zum Kai. Bück dich, heb ihn auf. Weil er so poliert ist, gleitet er mir durch die Hände und fällt auf den Boden. Ja. Super.
Ja, ich war die Woche beim Endokrinologen in Saarbrücken und habe mich nicht bei der Petra gemeldet, weil ich auch nicht viel Zeit hatte. Naja, es ist halt eben so, dass ich, dass der Endokrinologe ja letztes Jahr im Februar war es, mein ganzes Projekt Uhu irgendwie nochmal den Stein des Anstoßes geworfen hat. Und jetzt ist ein Jahr vergangen seitdem, oder ja, knapp ein Jahr vergangen, seitdem ich das letzte Mal dort war. Hab mich dort nochmal vorgestellt. Und das Erste, was die Dame gesagt hat, oh, Herr Müller, Sie haben ja abgenommen. Ja, sagte ich nicht so wenig. Hab dann dort auch noch ein bisschen Dankeschön. Ja, hab dann dort noch ein bisschen Blut gelassen und hab ihr mal die Werte gezeigt von meinem Ernährungsberater. Die Blutwerte und ja, sie war begeistert und ich bin dort raus eigentlich sehr motiviert, denn das Ganze hat halt eben jetzt da was gebracht. Nicht nur, dass ich leichter geworden bin, sondern auch, dass mein ganzes Inneres, die Blutwerte und so weiter, alle weitaus besser sind, wie sie jemals waren. Der Zucker hat sich auch regeneriert, sage ich mal. Es ist wieder alles auf einem normalen Punkt gelangt. Ja, und jetzt bin ich richtig froh, dass es jetzt alles so gut ist. Ja, merkst du mal, was ein bisschen weniger Fressen ausmacht, ne? Ja, ich meine, ein bisschen weniger Fressen war das nicht. Also ich habe es da schon übertrieben, wenn ich das jetzt im Nachhinein. Ich habe ja jeden Tag süß gegessen. Ob das eine Tafel Schokolade war oder ein Päckchen Gummibärchen oder so. Das war schon stramm. Und ich habe halt eben seit Februar keine Gummibärchen mehr gegessen und auch keine Schokolade. Also jetzt ja keine Tafel oder kein Riegel oder keine Praline. Ich meine, wenn es jetzt aber im Kuchen drin war oder so, habe ich schon gegessen. Aber jetzt nicht bewusst, ich mache mir jetzt eine Tafel Schokolade auf oder so. Oder esse ein Riegel oder was weiß ich. Ja, das soll man nicht meinen, dass das alles ausmacht. Ja, und Bewegung ist halt eben das A und O. Wer wollte was sagen? Ich wollte nur fragen, warum man für den Facharzt nach Saarbrücken fahren muss. Weil ist das so was Spezielles, dass es das nur ein Endokrinologe, gibt, ja, den nächsten gibt's dann in Kaiserslautern. Also wo ich weiß, da war ich vorher. Okay. Ja. Und hier war besser oder war näher? War besser. Also okay. Ich war mit dem Endokrinologen oder mit, das sind beides Frauen, war ich mit dem in Kaiserslautern nicht zufrieden, weil die einfach die war einfach komisch. Und bin jetzt seit letztes Jahr hier in Saarbrücken. Das ist gegenüber vom Bahnhof, also auf der anderen Seite, nicht am Haupteingang raus, sondern die andere Seite raus. Ich weiß, glaube ich, sogar, aber die ist Europaallee, ja, genau. Oder was? Ja, in dem Medizinium oder wie das heißt. Ja, egal. Und gut, ich gehe bei den Endokrinologen jetzt da nicht wegen Zucker oder so. Ich habe ja 1991 einen Tumor gehabt an der Hirnanhangsdrüse und deswegen muss ich dorthin, damit meine ganzen Tabletten und so eingestellt werden. Das macht ja ein Endokrinologe, die Medizin einstellen praktisch und ja. Und und da ist es halt eben festgestellt, ich meine, dass ich halt eben zu dick war oder so, das war mir schon von vornherein klar, aber halt eben mit dem Zucker und so, wenn dein Langzeitzucker halt eben ziemlich hoch ist, ja, das ist auch gefährlich. Kann halt eben von Diabetes 2 auch dann irgendwann zu Diabetes 1 wechseln. Diabetes 1 ist dann, da musst du halt eben Insulin spritzen, ne? Ja. Aber da gibt's solche Fachärzte gibt's halt eben hier bei uns in der Nähe nicht. Deswegen musst du dann nach Saarbrücken oder nach Kaiserslautern oder vielleicht nach Homburg in die Uniklinik. Wo suchst du denn nach den Ärzten? Gibt's ja im Internet irgendwie eine Seite, wo man dann guckt? Den habe ich jetzt von meinem Hausarzt empfohlen bekommen. Ach so. Die gehen halt eben ja auch auf irgendwelche, was weiß ich, Kurse, Lehrgänge, Seminare oder was und die waren wohl mal dort in Saarbrücken und ihnen hat es eigentlich sehr gut gefallen, so von der Praxis her oder was, keine Ahnung. Und er hat mir das empfohlen. Ich habe gesagt, dass ich mit der anderen Ärztin nicht mehr zufrieden bin. Und da hat er gesagt, gehen Sie mal dahin. Sagt man das einfach so zum anderen Arzt, ich meine. Krähe hackt doch an der anderen Krähe nicht das Ach aus. Ja, aber der hat ja nicht gesagt, der hat ja zu dem anderen Arzt nichts gesagt. Der hat weil ich habe gesagt, der Arzt gefällt mir nicht. Ich habe das zu meinem Hausarzt gesagt. Und dann hat er gesagt, probieren Sie es doch mal da.
Weil ich meine, okay, das hast du halt eben nicht, dass das wie, was weiß ich, wie ein Zahnarzt oder ein Orthopäde in jeder kleineren Stadt ist oder so, ne? Das sind ja doch schon Spezialärzte. Na, daher die Frage. Ja, und wurde halt eben von meinem Hausarzt empfohlen, dass da einer ist und den fand er gut halt eben. Ja. Und ich bin eigentlich, ja, bisher zufrieden jetzt, also das, ja. War da jetzt zwar letztes Jahr, ich glaube, was sind 6 oder 7 Mal. Ich meine, Saarbrücken ist ja von uns auch nicht gerade ein Katzensprung oder so. Mit dem Zug fährst du da eine Stunde. Und ja. Aber es hat was gebracht. Das ist das letzten Endes, was ich sagen kann. Dass die halt eben den Anstoß gegeben haben zu dem Ganzen. Ich meine, ich habe das vorher schon mal probiert abzunehmen, aber es hat auch nie irgendwie richtig geklappt, weil ich das mit der Ernährung halt eben auch nicht dann in den Griff bekommen habe. Habe halt eben ja ganz normal weitergegessen, ganz normal meine hellen Brötchen gegessen und dann und wann auch mal was Süßes oder so. Aber ich esse halt eben, wenn ich jetzt mal, wenn man abends mal vor dem Fernseher sitzt oder so, dann esse ich ein paar Brezeln oder so Tuckkekse oder sowas. Aber halt eben auch keinen Stall voll oder so. Immer mal ein bisschen was. Wenn mal so der Heißhunger kommt oder so. Am Wochenende esse ich auch mal ein Stück Kuchen oder so, aber naja. Essen kann man eigentlich alles nur mit Maß und Ziel. Und die Bewegung sollte man halt eben auch nicht vergessen. Deswegen habe ich ja die Woche den Fitbit gequält. Bin jeden Tag mindestens 10.000 Schritte gelaufen bisher. Am Wochenende wird es vielleicht weniger. Schauen wir mal, wie das Wetter ist. Im Moment regnet es draußen. Dann mag ich nicht so vor die Tür gehen. Ja. Wann war denn das? War das am Dienstag oder Mittwoch? Gab es bei GTA 5 ein neues Update. Das sind diese Heists, heißen die. Da kann man so Banküberfälle machen in dem Spiel. Das war dann natürlich, ja, musste halt eben mit einem Team machen, nicht alleine. Mhm. Da musste geht glaube ich mit 2 Mann los, bis keine Ahnung, wie viel Spielern du das dann spielen kannst. Und ich bin ja da in der Zockergruppe drin. Und da haben wir mal probiert, am Dienstag war das, wo die online gingen. Da bist du bald nicht aufs Online-Spielen kommen. Auf den Server gekommen, weil alles diese Heiße ausprobieren wollte. Und ich glaube, am Mittwoch oder wann war es, hat es dann mal geklappt. Dann haben wir mal eins gespielt. Ja, müssen wir jetzt noch mal gucken, dass wir am Wochenende oder nächste Woche noch mal zocken und dann das Ganze probieren. Das war also jetzt am Dienstag oder Anfang der Woche ziemlich überlaufen mit dem GTA 5 Online-Spielen. Da kamst du gar nicht drauf, ja. Was sagst du denn zu dem Gerücht, dass schon GTA 6 in den Startlöchern steht? Das habe ich noch gar nicht gelesen, aber ich würde es mir kaufen. Okay. Ja, also ich bin von dem GTA 5 her, ich bin begeistert, welche Grafik das hat und gerade mit der PS4. Das ist ein Wahnsinn. Hier, Gerüchte zu GTA 6 gibt es derzeit viele. Doch was steht wirklich fest? Wann ist mit einem GTA 6 Release zu rechnen? In welcher Stadt wird GTA 6 spielen? Wird GTA 6 noch für die Last-Gen-Konsole PS3 und Xbox 360 erscheinen? Oder wird es ausschließlich für die Next-Gen-Konsolen? Aber ja, hier steht zumindest, dass das Release schon in der Entwicklung ist, also. Mhm. Ja, ich denke mal, das GTA 5, das gibt's ja auch jetzt ja schon über ein Jahr oder so, für PlayStation oder sogar schon länger, aber für PC ist es ja immer noch nicht raus. Sie verschieben ja jedes Mal den Termin. Jetzt hätte sollen zu dem, wo diese Heists rauskommen, hätte ja sollen das GTA 5 für den PC auch rauskommen, aber das ist wieder mal verschoben worden. Komischerweise. Aber ich finde es einfach ein klasse Spiel. Also. Ja. Ich sagte, ich habe sie auf der PlayStation 3 noch, aber ich komme halt nicht dazu, hast du die Zeit und so, ne? Und was schon, Englisch Town und Schwimmer und da. Ja, gut. Du bist ein armer Kerl. Ja, dann habe ich mir die Woche noch ein neues Spiel gekauft. Pro Evolution Soccer heißt das. Das ist ein Fußballspiel. Ich würde mal sagen, so die Konkurrenz zu FIFA. Wobei ich mich da auch schon wieder ein bisschen geärgert habe, denn
Bei Pro Evolution Soccer kannst du maximal 3 Fußballmannschaften aus der deutschen Bundesliga spielen. Das ist einmal Schalke 04, Bayer Leverkusen und FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft. Ich hatte jetzt gedacht, nach dem Update könnte man da vielleicht noch mehrere Mannschaften spielen, wie zum Beispiel mein geliebter 1. FC Kaiserslautern. Aber Pustekuchen, das ist alles den FIFA 15 vorbehalten. Die haben da irgendwelche Verträge oder was, dass die ganz alleine die Bundesliga spielen dürfen. Nur die Champions League Teilnehmer dürfen hier bei Pro Evolution Soccer mitzocken. Und aber Fußball ist Fußball, egal welche Mannschaft, denkt man das, ja, das ist eine Sache der Lizenzen einfach. Ne? Ja, genau. Und das hier war jetzt in Saarbrücken im Angebot, da im Saturn war ich da für 30 Euro, normalerweise kostet es 50 und da habe ich mal gerade zugeschlagen. Ja, und dann werde ich auch mal meine Neffen einladen zu einem kleinen Fußballturnier. Zum Lieblingsonkel. Ja, genau, die haben ja nur einen. Mr. PS4, ich liebe dich. Ja. So, hatten wir in der letzten Folge schon die Rede hier über Joghurt und so? Oder bin ich da jetzt verkehrt auf dem falschen Schirm? Naja, jedenfalls hatten wir die Woche, hatte ich mit, war das die Woche? Ich weiß es nicht, egal. Jedenfalls hatte ich in meiner Mittagspause hier, nachdem ich mich ein bisschen bei Verena und Manu ausgeholt habe, wegen, dass mein Gewicht irgendwie nicht runtergeht, hat Manu ja gesagt, ess doch mal Joghurt und dann machst du dir da ein paar Mandeldinger rein oder Nüsse, aber Nüsse kann ich ja nicht essen wegen Allergie, also Mandeln und so. Und und da hat dann die Pirate hier auf Twitter geschrieben, ich soll mir wenigstens gescheiter Joghurt kaufen, nämlich Bio und nicht irgendwelche anderen und hin und her. Und da war doch die Woche bei Amazon in den Angeboten ein Joghurtbereiter und den habe ich mir gekauft. Und heute habe ich den ersten Joghurt damit zubereitet, beziehungsweise er bereitet noch zu. Um 11:30 dürfte der erste Joghurt fertig sein, der braucht nämlich 9 Stunden, ja. Wie das Ganze funktioniert, werde ich noch einen Blogbeitrag schreiben und werde mal dann berichten, wie der erste Joghurt schmeckt und wie das Ganze so funktioniert. Kannst du was von den Zutaten erzählen, was du jetzt da genommen hast für den ersten? Ja, Zutaten habe ich jetzt für den ersten genommen, ganz normale Haarmilch. Die hatte ich nämlich zu Hause und du musst halt eben um den Joghurt, dass es halt eben Joghurt wird, musst du Joghurt benutzen. Das heißt, da kommt in jedes Glas, das Glas hat glaube ich so 160 oder 180 Milliliter, kommen 2 Teelöffel Joghurt rein und den Rest füllst du mit Milch auf, rührst das Ganze einmal um und stellst die 7 Gläser in den Joghurtbereiter und lässt ihn 9 Stunden, weil die Milch ist sehr kalt, lässt du den dann hier tuckern. So, das war jetzt heute der Probelauf. Aber gedacht ist das ja so, dass ich vielleicht von meiner Schwester ihrer Kühe, wenn die dann mal im Stall sind oder so, dass ich mir da mal 1 Liter Milch abzapfe und dann von dieser Milch den Joghurt mache. Denn frisch aus der Kuh, reiner kann es ja bald nicht sein. Ja, schauen wir mal, ob ich die Kuh morgen kriege oder und nicht. Das Gerät selber, ist das laut oder läuft das einfach? Nee, gar nicht. Das macht nur warm, denke ich mal. Also ich... Ja, das steht in der Küche jetzt, hier sind die Türen auf, du hörst nichts. Das hält das Ganze nur warm, damit der Joghurt da Joghurt werden kann oder was. Also die Milch Joghurt werden kann, ja. Also wenn du das wirklich machst mit dem Melken, dann müsstest du Fotos machen, ne? Müsste wenn ich meinen YouTube-Kanal füllen damit oder was? Ja, wenn du da auf dem Schemel sitzt und unter der Kuh und ja. Das müsste ich mal sehen. Mit meiner Schwester beziehungsweise mit meinem Schwager reden, ob ich da mal eine Kuh melken darf zu Forschungszwecken mit dem Joghurtbereiter. Ja. Du möchtest für das Natürliche Werbung machen, ja. Ja, was heißt Werbung machen? Ich meine, ich habe jetzt ja gedacht, warum soll ich mir Bio-Joghurt kaufen, wenn ich mir hier mit diesem Joghurtbereiter meinen eigenen Bio-Joghurt praktisch machen kann? Mhm. Ja, weil ich meine, mehr Bio wie jetzt aus der Kuh selbst raus kann es ja bald nicht mehr sein. Und die kriegt ja jetzt ja kein Kraftfutter oder was, die kriegt ganz normales Heu beziehungsweise was weiß ich, was sie auf der Weide finden oder keine Ahnung. Sau den Regen.
Genau. Nee, die Kuh ist schon die richtige Wahl. Ich meine, aus Lucy wirst du nicht genug rauskriegen, ne? Ja, bei Lucy, da wird keine Milch mehr einschießen. Da ist ja die Maschine auch rausoperiert worden. Ach so, die ist komplett ausgeräumt. Milch kommt ja nur, wenn die Kuh ein Junge hat. Ja, und Lucy bekommt keine Junge mehr, also gibt es auch keine Katzenmilch. Ich könnte noch Mäuse melken vielleicht. Ziegenmilch. Ja, das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Also ich denke mal, mein Schwager hat da einen Bekannter, der hat einige Ziegen. Na, man darf nur nicht den Bock melken, ne? Ja. Naja, für Seidenbacher Müsli langt schon. Ja, genau, man kann das ein bisschen mit Honig vielleicht noch verfeinern. Ein paar, ja, ein bisschen Müsli rein oder so, so ein griechischer Joghurt. Ja, oder so. Nee, machen die Schweizer nicht so einen Joghurt, so ein mit Müsli oder Bircher, so? Ja, so irgendwas, keine Ahnung. Kann ja mal der Poughkeepsie, der bestimmt die Podcast-Folge hört, in den Kommentare schreiben, was da alles zugehört. Grüße an die Bärenmarke an der Stelle. Ja. Ja, dann habe ich mir hier bei mir im Wohnzimmer, das ist ja eigentlich ein Wohn-Esszimmer, war eigentlich zuerst gedacht, dass ich mir da noch einen Tisch kaufe, mit Stühlen, wenn mal halt eben Besuch da ist oder so oder Geburtstag gefeiert wird oder so, weil da ist der Tisch in der Küche ein bisschen zu klein. Der hat praktisch nur 5 oder sagen wir mal 6 Plätze. Den kann man auch nicht ausziehen oder so, dass ich mir da noch einen Tisch kaufe. Aber habe ich gedacht, ja, du bist Single, wann feierst du da mal außer Geburtstag? Mach dir doch eine Leseecke. Ja. Ich habe mir da mal im IKEA einen schönen Sessel ausgesucht. Hier habe ich mal das Ganze verblockt. Und einen schönen Hocker. Und hier direkt neben Kamin. Ja, fehlt mir jetzt da noch eine Lampe dazu. Und ein kleiner Tisch, wo ich meinen Kaffee oder Tee abstellen kann. Und dann ist die Leseecke perfekt. Ein schöner Ohrensessel. Da kannst du auch mal einnicken während dem Lesen. Ja, richtig nett, finde ich. Und über den Ofen ist der Aktenvernichter oder was ist das? Was? Sie auf dem Bild, zack. Wo denn? Wo ist das links, wo der Steckdose da geht? Da sind die Pellets drin. Ah, okay. Ja, das ist mein, da geht so ein Sack, also 15 Kilo Pellets gehen da rein. Mhm. Ja. Schaut echt cool gemütlich aus, also da kann man schon die eine oder andere Kanne Tee trinken und dabei gemütlich lesen. Genau, ja. Ich war echt ein wenig neidisch, ne? Ich meine, du weißt, wie es bei mir ausschaut, ne? Also, ich hätte gar nicht den Platz, glaube ich, da, weil ich so viel Müll hier rumliegen habe. Na, also Platz habe ich. Ich habe hier 4 Zimmer, Küche, Bad. Also Platz ist da. Jo. Der Nachtzug fragt noch, warum dein Pellet-Aufbewahrungssystem hier Stromanschluss hat. Na, ganz einfach. Ein Pelletofen braucht Strom, weil er die Hitze durch den, wenn du oben die Schlitze siehst, da sitzt ein Ventilator oder sowas dahinter, das bläst dann die Luft raus. Und die Pellets müssen ja in die Brennkammer transportiert werden durch diese Spindel. Und es braucht halt eben alles Strom. Aber viel Strom braucht es nicht. Das heißt aber, wenn Strom ausfällt, kannst du theoretisch auch nicht heizen, oder? Genau. Ist ja blöd. Ja, dann geht der Pelletofen, der hat ja auch eine elektrische Zündung, der geht dann auch nicht an. Aha. Aber wir haben ja unten bei meinen Eltern, die haben ja noch einen normalen Holzofen, also so einen Kaminofen. Ja. Also falls der Russe kommt, friert's euch nicht. Gut. Genau. Wald ist auch noch da, also ja. Können wir schon ein bisschen aushalten. Um was für ein nettes Buch liegt da noch, weil es gerade zu sehen? Das möchte ich leider noch nicht verraten, denn okay. Das wird, das ist ein Buch, das werden die Verena und ich besprechen in einer Podcast-Folge. Entschuldigung, dass ich jetzt gespoilert habe. Ja, vielleicht. Das kann sich aber jeder so dicht ranscrollen, dass man das erkennt. Ja, dann kann er das ja für sich behalten und sich hier im Podcast verplappern. Ja, was war so dummer? Sorry. Nein. So, dann kommen wir zu dem nächsten Thema. Ich weiß nicht mehr, wer es mir vorgeschlagen hatte, dass ich meine Bilder mal bei, Achtung, Werbung, Saal Digital bestellen soll. War es der Walzer? Ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand war es. Jedenfalls habe ich das getan, nachdem meine Erstbestellung zu klein war. Die Zweitbestellung war zu groß und zu klein. Und die dritte Bestellung bei Saal Digital war genau richtig. Ja,
Dort konnte ich endlich meine Bilder angeben in den Maßen, die ich brauche. Ja, die kamen gestern oder wann und ja, müssen jetzt noch eingerahmt werden. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Bilder bestellen wollt und braucht eine genaue Größe oder so, weil mit dem anderen Kram kann ich nichts anfangen. Ja, und gestern haben die Landfunker wieder gelandfunkert. Gestern gab es eine neue Aufnahme Landfunker. Denk mal, dass die morgen oder Sonntag irgendwann rauskommt. Hm. Jo. Zeitweise dachte ich, ihr seid nur zu zweit. Ja. Oh, komisch. Gegen Schluss, ja, hat einer ein bisschen schlapp gemacht. Hm. Okay. Ja, aber schöne Folge, ich hab reingehört, ich war live dabei. Also. Ja. Coole Sache. Ja. Hm. Ja, lohnt sich anzuhören. Genau. Jo, das war dann meine Woche. Zauber. Und in der nächsten Woche erzähle ich euch, wie der Joghurt geschmeckt hat, wenn ich dann noch lebe. Gib mir einfach bloß kurz vorher den Ball, bevor du das probierst. Ja, genau. Ich reiche dir den Ball rüber und. Dankeschön. Ja. Und ich nehme den Ball und werfe ihn zu den anderen Bällen. So. Wir sind. Ballüberschuss. Unserer Woche durch. War ja doch sehr abenteuerlich, was der eine oder andere erlebt hat diese Woche. Mhm. Und damit hätte ich gesagt, kommen wir doch mal zur Serie der Woche oder Filmserie der Woche. Das müssen wir noch ausbessern. Film-Hype-Serie der Woche. Und zwar für unseren lieben Kai habe ich hier eine sehr spannende Nachricht heute. Und zwar, ich sage nur, für alle Freunde von Los Santos. Was gibt's Neues? Es gibt wohl was Neues. Und zwar die Headline zu dem Ganzen. Das habe ich übrigens aus meinem Jokes and More Witzekalender, dieses Wort Headline. Mhm. Kultspiel GTA bald im TV. BBC dreht Film über das Action Game. Mhm. Geil. Ja, Freunde, da könnt ihr euch mal warm anziehen. Ich spoiler mal kurz ein wenig. Das Kultspiel GTA kommt demnächst ins Fernsehen. Der als Drama angekündigte Film wird allerdings nicht die Story der Spiele nacherzählen, sondern sich um die Entwickler des Spiels drehen. Mhm. Tja, wir dürfen gespannt sein, welche Drogen die da eingenommen haben, wie sie das ganze Spiel entwickelt haben. Ups. Hier in den Chat. Dann eine weitere nette Nachricht für alle Freunde des Kults. Und zwar, der Kult geht weiter. Ghostbusters-Komödien werden fortgesetzt. Ich habe nur so Angst, dass das nicht gut werden kann. Ja, schauen wir mal. Das ist doch geil, wenn der Marshmallow-Geist wieder kommt. Yeah. Oh Mann. Hier mal ein kleiner Spoiler. Los Angeles, der Kult um die Geisterjäger geht weiter. Der Studio Sony Pictures will den Komödienklassiker Ghostbusters als Franchise weiter ausbauen, wie das Kinoportal Deadline.com berichtet. Porzeller Uwe, das wird 100% Kacke. Man weiß es nicht, vielleicht. Man munkelt nur, aber wenn man sich die Schauspieler mal anschaut, ne? Also die Kate McKinnon, Lacey Jones, Melissa McCarthy und Kristen Wiig werden im dritten Teil des Films mitspielen. Also schauen wir mal. Was? Kelly Berry zeigt Brüste? Was? Im Playboy? Hoppala. Gut, habe ich mich verklickt. Gut, Freunde. Huch. Ja, das ist jetzt einfach so mit eingeblendet worden. Ganz komisch. Ich poste mal im Chat. Gut, somit kommen wir zur App der Woche. Bob, du hast da was Schönes reingeschrieben. Oh ja, Clash of Clans ist es diese Woche. Ja, ich zocke wie so ein Geisteskranker. Der Kai hat mich voll infiziert. Ja, ich hab Geisteskranker. Oh, ich kann nichts mehr bauen, jetzt muss ich wieder warten.
Jetzt muss ich wieder warten, genau. Ich habe ja schon mehrere infiziert, aber das sind die ersten, die sind ja schon am Aufhören. Die hören wieder auf, ne? Ja, habe ich auch mitgekriegt. Einer ist für die Tage einfach abgehauen. Mhm. Also, ich habe mal das Gefühl, der Reden, der haut immer ab, wenn ich komme. Ach so ist das. Was? Ja, Reden. Du bist aus dem Clan raus, beziehungsweise hast du zu mir gesagt, du spielst nicht mehr. Richtig, weil das Spiel mir keinen Mehrwert mehr aktuell gibt. Außerdem, also, okay. Ich war ja die letzten Tage auch gar nicht mehr online, weil ich habe es irgendwie total verpeilt. Und ja, wenn ich schon kein Interesse mehr habe oder das schon vergesse, dann hat es bei mir ja auch keinen Mehrwert. Okay. Genauso wie English Town. Gesagt. Ja, gut. Kann man nichts machen. Doch mal Baumwollplantage. Komischerweise gewinnen wir sehr wahrscheinlich den ersten Clan-Krieg hier. Kaum ist Kaum in Fort. Und der Bob ist dabei. ist schade, ne? Ja, finde ich auch, dass er nicht mehr spielt. Vielleicht hat ja noch wer anders Lust, mit uns mitzumachen. Genau, wenn ihr über 20 Jahre seid und aktiv im Spiel seid, dann kommt zu den Kai Piranhas. Wenn auch du schon im Paarungswilligen Alter bist. Einfach melden, wir sagen euch schon, wo es abgeht. Ich hatte eben jemanden, der war 8 Jahre in dem Spiel und Tja. Na, das ist der Nachtzug, schreibt jetzt gerade. Über 20, oh mein Gott, was macht der da? Na, das will ich dir ganz einfach erklären. Ich spiele das Spiel jetzt da schon über ein Jahr. So. Und in den Kindergarten-Clans ist das so, es gibt ja einen Anführer, es gibt Vize-Anführer und es gibt Älteste. Und der Rest sind Mitglieder. So. Und wenn du dann so einen Kindergarten-Clan hast, wo die, was weiß ich, 12, 13, 14-Jährige sind, die kommen in den Clan rein, stellen erstmal eine Anfrage von riesigen Truppen oder so und dann, wann werde ich Ältester? Wann werde ich Vize-Anführer? Und sowas will ich mir nicht geben irgendwo. Den Kindergarten brauche ich nicht. Deswegen ab 20 Jahren. Das ist schon. Ja, das ist schon. Schlimm, sowas. Ach, Mensch, jetzt wollte ich gerade fragen. Was denn? Nein, Quatsch. Wann ich Anführer werde. Tja, gut. Ich habe auch noch was die Woche mitbekommen, und zwar mein Freund Tim. Der Tim P., der hat hier eine Seite getwittert, und zwar die schimpft sich audiosearch.ch. Und da kann man wohl nach Podcasts die suchen. Die wirst du da auch finden. Die echt? Schauen wir doch einmal. Schauen wir mal. Podcasts. Also die Podcasts gibt's schon mal nicht. Und die Podcast gibt's auch nicht. Und in Ratinger. Was ist das für ein Scheißprogramm hier? Auch nicht. Und den Bob Simbob? Planet Kai gibt's auch nicht. Auch nicht. Schau mal nach den Landfunkern. Schau mal die drei Vogonen. Die drei Vogonen. Die Landfunker gibt's auch nicht. Die gibt's auch nicht. Und dann schauen wir noch Sprechweisen, sodass wir alle durchhaben. Was hast denn du hier für eine blöde App zu empfehlen? Die findet ja gar nichts. Das liegt bestimmt daran, weil das .ch ist. Aber da kann uns der Marty aka Bukipsi Rechsteiner vielleicht aufklären. Ja, vielleicht hat der da einen Plan von. Ja, sie ist auf alle Fälle verlinkt. Und der Potzilla Uwe schreibt mich auch nicht. Also, und die Taktiktafel schreibt, keine Vogonen, Frechheit. Tja, CH. So viel zu, wir sind neutral. Gut. dann haben wir einen Podcast der Woche.
Petra, bitteschön. Ja, ich dachte, ich muss mich hier mal revanchieren. Ich habe ganz viele tolle Tipps von euch bekommen. Im Wagen vor mir, das ist ein Podcast von dem Stefan, der macht auch bei der Esel und Teddy Show den Teddy. Das ist nicht der mit dem Solo-Podcast, das ist ein anderer Teddy, der immer ins Mikro pustet. Jedenfalls ist das ein Solo-Projekt von dem und es geht immer so 2 Minuten und der fährt hinter Leuten her und erzählt dann, was ihm auffällt. Und um den wird es im Moment ein bisschen ruhiger, vielleicht motiviert den das ja öfter mal wieder was rauszuhauen. Sauber. Alle abonnieren. Den habe ich auch noch nicht gekannt. Doch, ich habe den abonniert. Echt? Sehr löblich. Ja. Der erzählt dann, welche Aufkleber auf dem Auto sind oder so. Genau, der macht Spaß. Ja. Ich habe mir vom Hörerblock, wo der Walz hier sein gepostet hat, da habe ich mal durchgeschaut. Und zwar... Da habe ich auch einen Podcast entdeckt. Und zwar, das war der Resonator. Das ist von Holger Klein. Der ist nicht schlecht. Ich habe auch nur eine Empfehlung, wenn du fertig bist. Ich bin fertig, Kai. Bitteschön. Na, ich habe mir ja auch aus diesem ganzen Podcast mal einen rausgemopst. Podcast-Picker, zack. Genau, leider kam, ist ja, wie soll ich sagen, er hat keine aktuelle Folge, glaube ich. Gehen wir gerade drauf. Die letzte war am 27. Oktober. 21 Folgen. Und der Podcast heißt Ein Mops kam in die Küche. Ach, da kommt aber nicht mehr viel. Nicht? Weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe die letzte Folge gehört und da habe ich auf der A5 mal kurz ins Lenkrad gebissen. Aber hört sie euch an, dann werdet ihr wissen, warum. Ja, du kannst das ruhig näher ausführen. Nein, möchte ich. Ja. Spätestens, wenn das jemand hört, wird er das Bild von dir schon im Sack haben. Wir hatten die mal angefragt als Gäste und haben es uns dann nicht getraut, das durchzuziehen. Okay, die sind aus Berlin, oder? Ja, die eine wohnt dort. Ursprünglich beide. Okay. Aber wir dachten, das wäre zu heftig. Okay. Irgendwie haben wir es dann doch nicht gebracht. Aber vielleicht fragen wir Frieda und Maria doch noch. Weil da kommt jetzt, seit Oktober kam, glaube ich, keine Folge mehr raus bei denen. Aber alles nachhören, lohnt sich. Ja. Lohnt sich. Sex mit Prominenten und so. Einfach nachhören. Jetzt hast du es ja schon gesagt. Ja, ich bin scheinbar nicht so genannt wie du. Na, ich bin ja ein Landjunge. Mit diesen Worten möchte ich mal kurz darauf hinweisen, dass der Genie 256 eben im Chat noch seine aktuelle Podcast-Liste gepostet hat. Die verlinke ich natürlich hier. Und ich sehe schon, du hast auch diesen Parser benutzt. Einmal frei. Super Sach. Immer Vrind. Es gehört halt so dazu, das muss man nicht mehr dazu sagen. Echt? Ich habe das noch nie gehört. Jeder hört Vrind, oder? Ich nicht. Nicht mehr. Ich auch nicht. Nö. Krass. Nikolas Seemark Podcast. Und auch nicht. Den höre ich auch. Also zumindest mal die Mikrodilettanten. Ja, der hat auch einen eigenen Channel, aber... Ja, ich weiß. Weil ich mag den. Rotzig, aber ist okay. Hier, Lesegefahr, hochspannende Bücher und Texte. Der klingt ja interessant. Okay, gut. Vorlese-Podcast zu lustigen Büchern und welchen, die es geben sollte. Super. Coole Sache, vielen Dank, Armin. Genau, Freunde. So. Tja, dann denke ich doch, sollten wir langsam mal zum Ende kommen. Es wurde alles gesagt. Ich habe vielleicht noch eine Kleinigkeit. Okay. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wer mich da angezwittert hat. War es der
Ich glaube, der Genie war es, oder? Mit dem Kaugummi. Man kann ja mal im Chat schreiben, ob er es war. Oder war es der Taunide oder war es der Bärfrei? Ich weiß es nicht mehr. Einer von den dreien war es. Und zwar, weil ich ja mal hier in der Folge gesagt hatte, dass ich so viel Kaugummi kaue oder nachdem ich aufgehört habe zu rauchen, damit angefangen habe. Die Taunide war es anscheinend. Okay. Ja, habe ich hier einen Link bekommen. Spiegel.de. Kaugummis, die Kaumasse, besteht vor allem aus Kunststoff. Wen sowas mal interessiert, hier der Link. Also, deshalb sollst du es auch nicht unterschlucken. Ja, deswegen sollte man es vielleicht auch gar nicht kauen. Also zumindest mal nicht so intensiv wie ich, weil ich kau doch den ganzen Tag Kaugummi. Und ja, ich weiß nicht, ob wenn man den ganzen Tag irgendwie an Plastik lutschen tut, ob das dann so gut ist. Und da steht auch was von diesen PET-Flaschen halt eben drin und so weiter. Ja, könnt ihr euch ja mal durchlesen. Aber das machen doch Babys auch, also. Ja, aber auch nicht ihr ganzes Leben lang. Ich meine, ich rauche jetzt dieses Jahr werden es 8 Jahre, also nee. 7 Jahre sind es. Und seitdem kaue ich Kaugummi intensiv. Eng verwandt mit Gummihandschuhen. Ich denke trotzdem, dass Kaugummi kauen gesünder ist als rauchen. Ja, das schon. Aber wenn halt eben und ich meine, die Kaugummis werden ja auch alle irgendwie getestet oder so, keine Ahnung. Und dann müsste ja da von irgendwelchen Behörden oder so gesagt werden, so, das kann auf dem deutschen Markt nicht mehr verkauft werden, weil. Aber das ist ja anscheinend nicht so. Aber Kai, das kommt drauf an, was die Lobby zahlt. Das weiß ich nicht. Ne? Also ich sag das mal ganz altklug, das ist wie mit allen anderen Sachen auch. In Maßen ist alles in Ordnung, zu viel ist immer nicht gut, egal was. Ja. Da steht, das ist auch der Grund, warum die ausgespuckten Kaugummis in der Umwelt nicht verrotten. Genau, ja. Apropos, ich bin momentan total süchtig nach TikTok, ich weiß auch nicht, ne? Ich stehe auf TikTok. Das macht den Atem so fresh. Und dann habe ich hier weiße so... Weiße oder orangefarben? Die grünen aktuell. Grüne? Ja. Ich denke mal, das sind die normalen, ne? Wahrscheinlich. Ach so, die also weißen. Die weißen. Sind in der klaren. Mhm. Genau. Also davon kann man süchtig werden. Da war ich auch mal, also ja, süchtig. Also da habe ich das, so eine Packung, die ist ja zack, zack, weg. Ne? Ja. Hast du die Kaugummis betrogen? Ja, zeitweise habe ich die Kaugummis betrogen. Ja. Oder der hat weiche Kaugummis gegessen und dann hat er noch die Tic-Tac dazu, damit es ein bisschen cruncht. Ich mag die Fischermens ganz gerne. Nur die roten. Ja, aber das ist ja wieder zuckerfrei. Da bekommst du, also ich bekomme ja von zuckerfreien Bonbons. Naja. Ich muss immer schnell aufs Klo rennen. Zuckerfrei, die normalen sind nicht zuckerfrei. Nicht? Nein. Okay. Naja, auf alle Fälle bin ich halt da jetzt schon ein bisschen süchtig, so hier mal nach dem Zeug aktuell ein wenig, so für mich. Und jetzt habe ich bei Weight Watch schon mal nachgeschaut, ne? Und Alter, 18 Tic-Tacs sind ein Punkt. Oh Mann, ey. Muss ja, was heißt, aufpassen. Ein Tic-Tac hat nur 2 Kalorien. Das heißt, bei 36 Kalorien wäre schon ein Punkt vergeudet. Tja. Ist halt so. Heftig. Tja. Und, tja. Aber da sehe ich auch gerade noch, dass Genie hier dem vorgedacht.net Podcast folgt. Für den, wo wir ja 2008 oder 2009 mal eine Folge aufgenommen haben. Beim Podcast-Wichteln. Leider Gottes hat die gute Dame dann unsere Folge offline genommen, nachdem das alles rum war. Was ich ja sehr schade finde. Weil Görg und ich und Tim uns ja so viel Mühe gegeben haben mit der Folge. Finde ich ziemlich traurig. Naja. Ist eigentlich auch nicht die Idee gewesen, ne? Ja. Fand ich schon. Aber vielleicht hat sie sich geschämt oder naja. Lassen wir der Dame ihre...
Na, ist halt so. Wenn sie meint. Welcher Podcast war das? Vorgedacht.net. Ich mache auch gerne nochmal Werbung für den Podcast. Ich kenne ihn nicht, deshalb, ich habe das nicht so verfolgt. Dann. Ja, das ist... Letztes Jahr war ja nichts mit Pottwichteln und Kram. Nee. Utopia ist auch von ihr. Hm. Mhm. Keine Ahnung. Genau. Okay. Ich habe das damals öfter gehört, dass da auch Podcasts die Wichtelfolge gar nicht erst in ihren Feed geworfen haben. Ja, weil es angeblich zu schlecht war oder nicht gefallen hat. Ich habe auch nicht verstanden, ja. Entweder mache ich bei so einem Spaß mit oder nicht, also. Ja, und dann behalte ich die doch. Ja. Tja. Vorgedacht wohl nicht. Na gut. Schade. Ja. Die Stefanie Dahn. Schade, Stefanie. Gut. Genau. Wie gesagt, sind wir am Ende unseres Dokuments angekommen und ich denke, der Chat soll die Gelegenheit nutzen, sollte er noch die ein oder andere Frage haben. Ansonsten bedanke ich mich mal wieder einmal ganz recht herzlich beim Bobson Bob. Immer wieder gerne. Beim Danke an die Zuhörer. Danke an den Planet Kai. Danke an Petra. Sehr gerne. Schon länger wach, als ich hier für möglich gehalten hätte. Bye. Und recht herzlichen Dank an unseren Moderator, den Reden. Jo, servus. Wuhu. Ja, genau. James. Naja. Das war's dann wohl. Ja, das war's dann wohl. Ich habe jetzt eben darauf gewartet, dass Kai sagt, irgendwas. Keine Ahnung. User-Bump from Channel. Ja. Mist, Soundboard abgekackt. Ja, ja. Übrigens auch vielen Dank an den James, der ausgesteuert wird, wahrscheinlich vom Nachtzug, wir wissen es nicht mehr, munkeln es nur, für die ja, Soundkulisse im Hintergrund. Dankeschön, war mal sehr ja, experimentell in der Sendung. Schauen wir mal, was auch vorne noch machen kann. Nein, super. Da der Chat keine weiteren Fragen hat, bedanke ich mich dann auch nochmal bei allen Live-Hörern, bei allen Downloadern, bei allen im Chat. Danke, dass ihr eure kostbare Zeit opfert, hier ein bisschen mit Geschmarri zu machen. Finde ich klasse. Und dann denke ich mal, war es das für heute? Hat noch irgendeiner was loszuwerden? Dann möge er das bitte jetzt tun. Das ist mein letzter Podcast mit 29. Und somit war's das dann für heute. Ich zähle ja, von das drei, war's. Drei Runde. 3, 2, 1. Servus.